So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem letzten Kapitel der Vorlesung Zentrale Ideen und Werkzeuge von MINT Plus, Projekte erfolgreich durchführen. Sie werden vielleicht die Frage haben, warum ist das in einer Lehrveranstaltung, wo es um Ideen und Werkzeuge von speziell MINT geht? Der Hintergrund dabei, darauf werden wir auch zu sprechen kommen, beziehungsweise das werden Sie durch Beispiele sehen, ist einfach der, dass Projektarbeit in ganz anderen Dimensionen als anderswo, in ganz anderen Größenordnungen und auch mit wesentlich mehr Verantwortung als anderswo im MINT-Bereich, in verschiedenen Bereichen des MINT-Bereiches seit alters her durchgeführt werden, sodass auch in verschiedenen Bereichen von MINT erhebliche Erkenntnisse gesammelt worden sind im Laufe der Zeit. Und davon möchte ich Ihnen einiges heute hier auch erläutern. Aber vorneweg der übliche Disclaimer, den Sie schon bei den anderen Kapiteln in ähnlicher Form gesehen haben. Natürlich geht es hier, es geht ja um Ideen und Werkzeuge von MINT. Es geht nicht um die Realität von MINT. Natürlich, Sie haben das schon bei den anderen Kapiteln gesehen, versuche ich auch die Realität, die natürlich vom Idealfall sehr abweicht, mit zu betrachten. Aber primär geht es um den Idealfall, der eben, wie gesagt, nicht ganz in der Realität abgebildet wird. Und das hatte ich jeweils bei dem entsprechenden Folie bei den anderen Kapiteln auch schon gesagt. Das Ganze macht ja nur Sinn. Die Themen, die ich hier ausgewählt habe für diese Vorlesung, machen ja nur Sinn, wenn sie nicht nur MINT-inhärent sind, wenn sie nicht nur MINT-intern sind, wenn sie außerhalb von MINT keine Rolle spielen. Denn diese Lehrveranstaltung richtet sich ja als Pflichtveranstaltung primär an Studierende, die kein MINT-Fach gewählt haben. Ja, also die Stoffauswahl macht nur Sinn. Irgendetwas in die Stoffauswahl hineinzunehmen, macht nur Sinn, wenn es eben auch außerhalb von MINT von Bedeutung ist. Und dementsprechend dieser Punkt des Disclaimers im Verständnis. Und Sie haben ja auch gesehen, und das werden wir auch hier wieder, wir gehen über die reine Wissenschaft sozusagen über den Elfenbeinturm hinaus und schauen immer auch in die entsprechenden Professionen hinein, in die alltägliche Praxis, auch außerhalb der Wissenschaft. Und auch hier wieder, es gibt viele Impulse aus Nicht-MINT-Bereich in MINT-Bereich hinein und es gibt viele Impulse aus dem MINT-Bereich in den Nicht-MINT-Bereich hinein. Und diese Lehrveranstaltung ist hier so konzipiert, nicht von mir, sondern ich habe sie so konzipiert übernommen, wie es der Titel ja auch andeutet, dass es hier eher um die Impulse aus dem MINT-Bereich in den Nicht-MINT-Bereich geht und nicht um die umgekehrten Impulse. Dafür gibt es andere Lehrveranstaltungen und Quellen. So, Projekte erfolgreich durchführen. Wie Sie ja wissen, ist mein Hintergrund, also ich bin im Fachbereich Informatik, bin von Haus aus Mathematiker, aber gerade in Informatik ist das Thema Projekte erfolgreich durchführen ein besonders großes Thema, natürlich speziell was IT-Projekte angeht. Und zwar müssen Sie sich da klar machen, das ist ein richtig großes Forschungsthema. So ähnlich, wie Sie sich das vielleicht in einem anderen Beispiel vorstellen können, ungefähr die Größenordnung wie die Geschichte der Antike innerhalb der Geschichtswissenschaft oder so etwas. Ungefähr von der Größenordnung müssen Sie sich das tatsächlich vorstellen. Also kein randständiges Thema, sondern richtig ein großer Bereich mit allem Drum und Dran. Auch in der Lehre ein wichtiges Thema, schon seit Jahrzehnten, eigentlich inzwischen so ziemlich überall auf der Welt wahrscheinlich verankert im Hochschulstudium, teilweise auch in der Schule sogar, in Deutschland weniger, anderswo aber auch. Finden Sie eigentlich weltweit inzwischen im Pflichtbereich, im Bachelor Informatik typischerweise sowohl die theoretische Seite in Form von Vorlesungen, Überblicksvorlesungen über Dinge, die wir jetzt hier auch besprechen werden, die wir hier aber auch nur antippen werden, aber auch dann gleich in der praktischen Umsetzung, beispielsweise bei uns an der TU Darmstadt im Bachelor of Science Informatik und in einigen weiteren Bachelorstudiengängen, die informatiknah sind. Auch in Lehramtsstudiengängen finden Sie ein Praktikum, in dem die Studierenden in Viererteams das ganze Semester hindurch an einer größeren Softwareaufgabe arbeiten. Und natürlich ist das nicht nur eine rein wissenschaftliche Angelegenheit, nicht nur eine Angelegenheit von Forschung und Lehre, sondern
Das kommt natürlich aus den Problematiken, ist das hineingespiegelt worden in die Wissenschaft, in Forschung und Lehre, dadurch, dass es ein großes problematisches Thema in Industrie und Wirtschaft ist. Natürlich ist Informatik nicht die einzige Disziplin, in der Projekte, Projektarbeit betrachtet wird. In der Ökonomie, namentlich Betriebswirtschaft, wird Projektarbeit behandelt. Das finden Sie zum Beispiel unter dem Begriff Operations Research. Das ist nicht der einzige Fachbegriff. Es gibt auch einen Begriff Unternehmensplanung. Da finden Sie einige, das Thema Projekte in der einen oder anderen Form wieder. Soweit ich das bisher gesehen habe, das ist auch mein mathematischer Hintergrund, aus dem ich eigentlich komme, ist es eher theoretisch, mathematisch betrachtet. Seit einigen Jahrzehnten aber mehr und mehr auch aus psychologischen Blickwinkeln, was ja eine wichtige Ergänzung ist. In anderen Disziplinen, soweit ich das bisher gesehen habe, spielt im Studium Projektarbeit als Thema für sich keine so große Rolle. Höchstens mal vielleicht eine kleine Einführung, so ein Kick-off, wenn man Teamarbeit irgendwo macht oder so, dass man da ein bisschen was über Projektarbeit lernt, aber nicht in dem Sinne wie beispielsweise in der Informatik, wo etwa bei uns das Thema Projektarbeit unter dem Stichwort Software Engineering, wie viel sind das? 14 Credit Points Pflicht im Bachelorstudium umfasst, also schon ein erheblicher Anteil des Bachelorstudiums. Vor allem, wenn man bedenkt, dass außerhalb dieses Bereichs Teamarbeit, Projektarbeit auch eine wesentliche Rolle spielt, also dass man sich an verschiedenen Bereichen dann darauf verlässt, auf das, was die Leute, die Studierenden in diesen Bereichen gelernt haben. So, das so als Vorbemerkung. Wir kommen, was sind denn eigentlich Projekte? Und da möchte ich gleich auch den zweiten Begriff einführen, der dazu gehört, Multiprojekte. Fangen wir erstmal mit Projekten an. Ja, so Schülerprojekte, das ist natürlich klar, dass ob nun innerhalb der Schulzeit, also beispielsweise im Informatikunterricht ein Programmierprojekt oder im Deutschunterricht ein Literaturprojekt oder so etwas, oder ob es außerhalb ist im Rahmen einer AG oder in Richtung Exkursion und so weiter, das sind, wird man sicherlich alles ein Projekt nennen wollen. Wir kommen noch dazu, Abgrenzung, was ist denn eigentlich ein Projekt und was ist kein Projekt? Und solche Sachen zu organisieren, da sind Sie jetzt als Lehrkräfte natürlich die Projektdurchführenden. Die Klassenfahrt vorher zu organisieren und dann tatsächlich auch minutiös durchzuführen oder so Sachen wie Nikolaus-Basar oder ähnliches, das wird man sicherlich auch als Projekte bezeichnen. Dann kommen wir jetzt langsam in größere Dimensionen, Bauprojekte, angefangen bei einem kleinen Projekt, eine Garage oder ein Gartenhäuschen hochzuziehen. Oder Tiefbauarbeiten bis hin zu großen Bauprojekten, wie beispielsweise vor 20 Jahren den Potsdamer Platz in Berlin zu bauen, neu zu bauen oder ähnliche Sachen. Ja, also da haben Sie auf verschiedenen Größenordnungen, wir sagen auf verschiedenen Skalen, haben Sie da Bauprojekte verschiedenster Art. Und das gibt Ihnen natürlich schon mal einen gewissen Eindruck davon, von welchen Größenordnungen wir denn da reden. Denn hier sind wir ja eigentlich bei Bauprojekten auch schon mitten in MINT drin. Konkret Bauingenieurwesen hat natürlich auch zu tun mit Maschinenbau und mit Elektrotechnik, so ein Bauprojekt. Wir brauchen auch Elektriker und alles. Und hat mehr und mehr auch zu tun mit IT, mit Informatik. Hier ein Beispiel Informatik, Entwicklung einer neuen Software. Ja, Ihr Suchmaschinenanbieter entwickelt ein neues Feature oder solche Sachen. Aber auch das, nicht eine neue Software von Grund auf zu basteln, sondern wenn Sie zum Beispiel, wenn Ihre Schulleitung oder Ihr Schulamt, der Schulträger entscheidet, eine bestimmte Schulsoftware einzukaufen für Ihre Schule, in der Sie tätig sind, dann ist natürlich auch dabei noch etwas zu tun. Das muss nicht technisch das einfach draufzuspielen, sondern das muss natürlich angepasst werden an die spezifische Situation an Ihrer Schule. Das kann teilweise
ziemlich viel Frickelkram sein, weil jede Schule ihre eigene Kultur hat, ihre eigene Art, wie sie Sachen macht. Und da dann den Kompromiss zu finden, inwieweit die Software angepasst werden kann, die eingekauft wurde, und inwieweit die Abläufe in der Schule angepasst werden müssen, das ist sicherlich auch ein veritables Projekt. So, das ist so ziemlich eines der größten Projekte, die mir eingefallen sind. Also gemeint ist eigentlich gar nicht mal so sehr die Mondlandung selber, die paar Tage, die das gedauert hat, sondern vor allem die ganze Vorbereitung des Ganzen, die ganze Entwicklung. Machen Sie sich klar, dass das ein Kreativprojekt war, ein Kreativprojekt erster Klasse, ja. Anfang der 60er Jahre, ich weiß nicht genau, ich glaube 1963 oder 1962 vielleicht, hat John F. Kennedy das Versprechen abgegeben, öffentlich, dass die USA bis zum Ende des Jahrzehnts den ersten Menschen auf den Mond bringen werden. Und gerade noch rechtzeitig im Juli 1969 ist es dann auch passiert. Und zwar machen sich klar, die ganzen Komponenten, die da unzählige Sachen sind, im Rahmen dieser wenigen Jahre neu überhaupt erst einmal erdacht. Mussten erstmal erdacht werden, entwickelt werden, zur Anwendungsreife gebracht werden, soweit es im Zeitraum möglich war, auch ausgetestet werden und dann tatsächlich auch in der Praxis bei der Mondlandung angewandt werden. Ja, und wir reden hier von einem Projekt von erheblicher Größenordnung, weil wir zehntausende Menschen dabei hatten in diesen Jahren, die an diesem Projekt in der einen oder anderen Form mitgewirkt haben. Ja, also das ist eine ganz andere Größenordnung sicherlich als die Schülerprojekte oder Klassenfahrten oder ähnliches. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es auch in anderen Bereichen, namentlich im militärischen Bereich, Beispiele gibt für große Projekte, wenn man verstehen will, wie Projekte erfolgreich durchgeführt werden, was die Hindernisse sind. Wird man vielleicht nicht umhin können, auch solche Projekte zu studieren. Auch hier wieder geht es nicht um den eigentlichen Vorgang Landung in der Normandie, sondern die Vorbereitung, an der auch unzählige Menschen beteiligt waren unter strengster Geheimhaltung. So, das gibt Ihnen jetzt vielleicht einen gewissen Überblick darüber, was wir unter Projekten eigentlich hier verstehen wollen. Kommen wir zu Multiprojekten. Multiprojekte sind mehrere Projekte so in einem, kann man sich ja vom Namen her vorstellen. Kann man sich beispielsweise ein Großbauprojekt, denken Sie etwa an eine Neubausiedlung. Da ist jedes einzelne Haus, was da gebaut wird, also jede Hausreihe beispielsweise, ist ein einzelnes Bauprojekt oder vielleicht sogar teilweise individuelle Einfamilienhäuser sind in Bauprojekte. Dann kommen weitere Bauprojekte hinzu, wie Erschließung, Legen der Versorgungsleitungen, Strom, Wasser, Internet, vielleicht sogar Fernwärme oder Gas. Gas vielleicht in Zukunft nicht mehr so sehr, aber dann vielleicht Fernwärme, Straßen bauen, vielleicht, wenn das ein größeres Neubaugebiet ist, dann auch weitere Infrastruktur wie etwa Kindergärten dazu bauen. Ja, wir haben viele, viele einzelne Bauprojekte in einem solchen großen Bauprojekt, eine Neubausiedlung zu bauen. Ja, und der Punkt ist einfach der, man kann es nicht sinnvoll zerlegen in einzelne Bauprojekte, zum Beispiel die Erschließung. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre viel zu aufwendig, viel zu teuer. Jedes einzelne Teilbauprojekt, jeder als einzelne Gebäude, die Erschließung selber zu machen, Straße, Zuleitung und alles, sondern man wird das einmal für alle machen oder zumindest für einzelne Bereiche jeweils in einem Vorgang machen wollen. Oder auch so Sachen wie Fliesenleger. Man wird die Fliesenlegerkolonne oder die Elektrikerkolonne oder die Installateurkolonne nicht für jedes Haus einzeln kommen lassen wollen, sondern man wird das koordinieren wollen, um beispielsweise die Fliesenleger für eine Woche für möglichst viele Häuser gleichzeitig reinzuholen, damit man sie möglichst nicht allzu häufig kommen lassen muss. Gut, und das erfordert eben entsprechende Koordination. Ja, mal, dass die dass sämtliche Häu dass möglichst viele Häuser gleichzeitig soweit sind, dass da jetzt die Fliesenleger anrollen können.
oder Elektriker und so weiter. So, die einzelnen Teilprojekte können dennoch zu unterschiedlichen Zeiten fertig werden und das ist auch wichtig, dass, also da ist ein Spannungsfeld. Deshalb ist das so interessant mit Multiprojekten oder herausfordernd mit Multiprojekten. Auf der einen Seite will man die Schritte möglichst synchronisieren, damit man eben die Elektriker nur einmal kommen lassen muss und ähnliches. Auf der anderen Seite will man so früh wie möglich ja schon Häuser verkaufen für den Cashflow, um die Handwerker und alle zu bezahlen, damit man dafür keinen Kredit aufnehmen muss, damit man dafür den Kreditrahmen der Baufirma, damit die Baufirma ihren Kreditrahmen nicht überschreiten muss und dann teure Zinsen zahlen muss. Ja, also das ist eigentlich das Problem bei Bauprojekten. Sie müssen auf der einen Seite koordiniert werden, aber auf der anderen Seite haben sie halt ihre spezifischen Eigenarten, so wie bei einem Bauprojekt haben Multiprojekte ihre Eigenarten, wie etwa möglichst früh die ersten Häuser schon verkaufen, um wieder Geld in der Kasse zu haben. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel noch nennen aus meiner Praxis. Auch da sind wir im MINT-Bereich. Maschinenbau, Verfahrenstechnik, da wird man das Thema jetzt verorten. Ablauf in einem Stahlwerk. So, wenn hier von Kundenaufträgen, von Kunden die Rede ist, dann sind damit nicht Endkunden gemeint, sondern das sind zum Beispiel Automobilfirmen, die etwa eine große Anzahl von Blechen und Ähnlichem in einem Stahlwerk ordern oder Bahnnetzbetreiber, der eine größere Anzahl von Gleisstücken ordert, die er dann halt verlegen will im Gleisbett und so weiter und so fort. So, der aus jedem Kundenauftrag wird dann ein Produktionsplan, also sozusagen die Abbildung auf den Ablauf im Stahlwerk, erst einmal zu klären, was beinhaltet der Kundenauftrag eigentlich, beispielsweise Bleche oder Kabel. Kabelrollen sind natürlich damit gemeint, über mannsgroße Kabelrollen, Schienen und ähnliches. Dann natürlich auch die entsprechenden Größenordnungen, wie viele, wie groß die Bleche sein sollen, die drei Dimensionen, wie viel Kabel und wie lang die Kabel sein sollen, wie viele Kilometer das sein sollen, die Kabeldicke und sowas, natürlich auch die Legierung und ähnliches und nicht zu vergessen den Liefertermin. Wenn man den überschreitet, dann zahlt man Konventionalstrafen. Und daraus ergibt sich dann das Koordinierungsproblem hier, dass man eben nicht alle diese Teilprojekte, alle diese einzelnen Projekte jeweils für sich betrachten kann, sondern man muss sie koordinieren. Erstmal muss man, gut, man muss erstmal einen Produktionsplan erstellen. Das heißt also, in welcher Reihenfolge, auf welchen Maschinen dieser Produktionsplan abgearbeitet wird. Das gucken wir uns nochmal im Detail auf der nächsten Folie an, aber hier generell. Hier kommt die Problematik rein. Alle Produktionspläne arbeiten ja im Prinzip auf denselben Maschinen. Ja? Es gibt in so einem Stahlwerk ein Warmwalzwerk, ein Kaltwalzwerk, ein Farbbad oder vielleicht gibt es zwei Farbbäder und so weiter und so fort. Das heißt also, sämtliche Kundenaufträge, sämtliche daraus erstellten Produktionspläne teilen sich dieselben Maschinen. Diese Maschinen haben aber immer nur einen gewissen Durchsatz, eine gewisse Kapazität pro Zeit, die sie bewältigen können. Und das muss dann eben so koordiniert eingeplant werden, dass sämtliche Liefertermine eingehalten werden können nach Möglichkeit. So, also, was ist so ein Produktionsplan? Wir haben Verarbeitungsschritte auf verschiedenen einzelnen Maschinen, Ansätzen der initialen Schmelze mit der korrekten Legierung in der korrekten Menge, die benötigt wird, um den Auftrag auszuführen. Und dann sehen Sie hier so ein paar typische Beispiele von einzelnen Stationen. Hier mit Punkt, Punkt, Punkt sehen Sie, dass es natürlich auch noch weitere Stationen gibt. Hier sind nur so ein paar Beispiele. Und es ist auch festgelegt, das ergibt sich einfach aus der Technik heraus, es gibt immer nur eine bestimmte Reihenfolge. Erst das Warmwalzen, dann das Kaltwalzen. Wenn Sie ein Blech haben, Bleche haben, dann das Zuschneiden auf die vom Kunden beauftragten Dimensionen und so weiter und so fort.
Dann gibt es natürlich, je nachdem, welche Menge das ist, die da erstellt werden sollen, ergibt sich daraus, wie lange dieser Auftrag dann jede Maschine, über die er laufen muss, dann auch tatsächlich blockiert für andere Aufträge. Es gibt auch Möglichkeiten, teilweise mehrere Aufträge auf derselben Maschine gleichzeitig laufen zu lassen. Aber im Großen und Ganzen kann man sich das vorstellen, wenn ein Auftrag auf einer Maschine X läuft, dann kann zu derselben Zeit kein anderer Auftrag Y auf derselben Maschine laufen. Es müssen also die Aufträge sequenzialisiert werden, so dass es bei keinem Auftrag eine so starke Verzögerung gibt, dass der Liefertermin nicht mehr eingehalten werden kann. Dann gibt es so was wie Mindest- und Höchstwartezeiten, zum Beispiel, wenn das Material heiß ist und für den nächsten Schritt kalt sein muss, dann muss erst einmal das Material langsam auskühlen. Ganz langsam, das darf nicht zu sehr beschleunigt werden, weil sonst im Material Risse und Ähnliches entstehen, also dass das Material dann minderwertig wird. Oder umgekehrt auch, dass das Material vielleicht nochmal schon erkaltet ist und für einen weiteren Verarbeitungsschritt nochmal erhitzt werden muss. Diese Zeit zum Erhitzen muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Oder auch Höchstwartezeiten, dass das Material noch heiß ist und dann noch in vielleicht nicht ganz so heißem Zustand, aber zumindest in einem noch ausreichend warmen Zustand, dann gleich in die nächste Station gehen muss. Also es gibt Mindest- und Höchstwartezeiten, die die Koordination zwischen den einzelnen Produktionsplänen natürlich nochmal schwierig machen. Ja, also wenn es nur einen einzigen Produktionsplan gäbe, wenn wir hier nicht von Multiprojekten, sondern von einem Projekt einfach nur reden würden, dann wäre da natürlich überhaupt kein Problem. Aber dadurch, dass natürlich die Stahlwerksbetreiber, die Stahlwerksmanager auch versuchen, möglichst viele Aufträge anzunehmen und gucken, dass das noch irgendwie reingeplant werden kann, dadurch ergeben sich natürlich eine sehr, sehr enge Koordinationsprobleme. So, also das hatten wir gesagt, zu keinem Zeitpunkt mehrere inkompatible Produktionspläne, zum Beispiel Farbbad. Es ist durchaus im gewissen Rahmen möglich, mehrere Aufträge durch selbe Farbbad sozusagen durchzuschieben, vorausgesetzt, dass es dieselbe Farbe ist, die da aufgetragen werden soll, weil nämlich die Änderung der Farbe doch erhebliche Umrüstzeiten erfordert. Also das ist dann natürlich jeweils ein Unterschied, ob es dieselbe Farbe ist, die aufgetragen werden soll, irgendwie neutrales Weiß oder neutrales Schwarz, oder ob es dann unterschiedliche Farben sind mit Umrüsten. Und natürlich dürfen die Maschinen nicht überlastet werden, also es darf nicht mehr eingeplant werden an Kapazität, als diese Maschine dann tatsächlich hat. Und unter diesen Voraussetzungen, diesen harten Voraussetzungen, die eben nicht anders gehen, ja, die oberen, diese Punkte bis hier sind harte Voraussetzungen. Nicht ganz, weil manche Maschinen können auch mal eine Zeit lang schneller laufen als normal, aber damit versucht man sparsam umzugehen, weil der Verschleiß an der Maschine sich dadurch erhöht oder weil die Fehler im Produktionsprozess, die Fehlerrate, dass das Material potenziell mehr Fehler enthält, das Produkt hinterher mehr Fehler enthält. Also das versucht man natürlich dann zu vermeiden. Und das ist sozusagen das immer noch schmerzhafte, aber weiche Ziel, nämlich möglichst wenig Geld durch Konventionalstrafen zu verlieren. Potenziell sogar den ganzen Auftrag schlimmstenfalls zu verlieren. Also muss das alles aufeinander abgestimmt werden und deshalb haben wir ein Multiprojekt, das ist ein permanentes Projekt, im Gegensatz zu unserem ersten Beispiel Bauprojekt. Ist auch ein in sich abgeschlossenes Multiprojekt, das fängt irgendwann an und hört irgendwann auf, während wir hier bei einer Fabrik eigentlich einen, von der Logik her, einen unendlich langen Ablauf haben, der irgendwann sicherlich mal gestoppt wird, spätestens wenn das Stahlwerk mal außer Betrieb genommen wird. Aber so von der Logik her ist es ein Multiprojekt ohne definiertes Ende. So, jetzt haben wir Beispiele gesehen für Projekt- und Multiprojekte. Jetzt versuchen wir mal
Kriterien zu erfassen, abzugrenzen. Was ist nun ein Projekt? Also zu definieren, nicht in dem Sinne, wie wir es in Kapitel 1 am Anfang hatten. Was ist eine Definition? Versuchen wir uns an einer Definition eines Projektes. Zunächst mal ist ein Projekt selber ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben. Ja? Darunter fällt so ein Multiprojekt-Bauprojekt. Also so ein Multiprojekt wie das Bauprojekt, was wir hatten, würde man auch wieder als ein Projekt sehen können, das eben in viele einzelne Teilprojekte zerfällt. Ablauf in einem Stahlwerk würde man so nicht als ein Projekt ansehen. Das ist kein einmaliges Vorhaben, sondern eben ein permanenter Ablauf. Besteht aus einzelnen Tätigkeiten. Ja, eine einzelne Tätigkeit für sich genommen wird man noch nicht ein Projekt nennen, sondern etwas, was aus mehreren einzelnen Tätigkeiten, vor allem aus vielen, wenn es aus vielen einzelnen Tätigkeiten besteht, dann wird man das ein Projekt nennen. Hat einen Anfangs- und einen Endtermin, der aber nicht unbedingt natürlich der geplante sein muss. Zum Beispiel der Endtermin, das wissen Sie ja, dass der Endtermin häufig nicht der geplante ist, dass die geplante Projektzeit deutlich überschritten wird. Das ist ja zum Beispiel im Baubereich durchaus nicht ungewöhnlich. Ich habe hier ein Beispiel hergenommen, was vor ein paar Jahren noch regelmäßig in den Medien war, wo die Frage war, ob der Berlin-Brandenburger Flughafen überhaupt jemals eröffnet werden wird. Inzwischen ist er eröffnet worden, aber mit einer dramatischen Verzögerung. Das weltweit wahrscheinlich bekannteste Beispiel, was auch zu vielen, vielen Konsequenzen weltweit geführt hat, bei der Durchführung von Projekten, ist der Bau des Sydney Opera House in den 60er, 70er Jahren. Wenn Sie da mal recherchieren, dann sehen Sie, was so alles aus dem Ruder laufen kann und wie krass das sein kann, wenn so ein Bauprojekt aus dem Ruder läuft. Anfangstermin ist auch nicht unbedingt immer der geplante. Zum Beispiel kann es sein, dass zu dem gewünschten Anfangstermin die Finanzierung noch nicht steht. Dann wird man den Anfangstermin auch verschieben müssen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel dafür, warum der Anfangstermin verschoben werden muss. Zum Beispiel auch, weil die entsprechenden Leute, die Handwerker in dem Bauprojekt, noch nicht mit anderen Sachen fertig sind oder ähnliches. So ein Projekt hat immer konkrete Zielsetzungen. Eben hatten wir als Beispiel Zielsetzung Bau eines ba Gebäudes im Hochbau, Bau eines Tunnels beispielsweise im Tiefbau, Entwicklung einer Software beispielsweise in Informatikprojekten, typisches Beispiel einer Zielsetzung. Und natürlich können Sie das entsprechend auch übertragen. Konkrete Zielsetzung bei einem Klassenfahrtprojekt wäre eben die reibungslose Durchführung. Also die Planung der Klassenfahrt ist da eher das Projekt, und die Zielsetzung wäre, dass die Klassenfahrt möglichst reibungslos durchgeführt wird auf der Basis der Planung. Dann hat man typischerweise bei einem Projekt Vorgaben, etwa der Zeitrahmen, der eigentlich einzuhalten ist, aber häufig leider auch nicht eingehalten wird. Geldrahmen gilt dasselbe wie für Zeitrahmen, Betriebsmittel. Ja, Sie kennen das Thema Fachkräftemangel, was zurzeit in den Medien regelmäßig betrachtet wird. Das häufig, oder eben auch Maschinen, ja, Einsatz von Maschinen, von Kränen beispielsweise in Bauprojekten. Ja, wenn kein Kran zur Verfügung steht, dann kann das Projekt noch nicht starten. Oder wenn es schon gestartet ist, muss es erstmal auf Eis gelegt werden. So, jetzt gibt es Projekte und ordentliche Projekte, vernünftig gemachte Projekte. Es geht ja hier um Projekte erfolgreich durchführen. Das heißt, vernünftig heißt, ein Projekt zu planen, anzugehen, durchzuführen, sodass dass die Zielsetzung ist, eben das Risiko des Scheiterns oder das Risiko von Zeit- oder Geldüberschreitung zu minimieren. Und das verstehen wir natürlich unter einem ordentlichen Projekt, wenn auch in Anführungszeichen, weil der Begriff ordentlich hier ein bisschen flapsig ist. Also ein zielführend durchgeführtes Projekt. Also die Zielsetzung, da sehen Sie nochmal etwas, was wir auch im Kapitel 1 zur Sprache hatten, immer genau sein. Ja? Man sagt hier die Zielsetzung, das ist das, was einem vielleicht sprachlich vom Sprachgefühl her einfallen würde. Vorpräzise definiert sind die Zielsetzungen. Aber was ich eigentlich meine, und deshalb habe ich das nochmal explizit hingeschrieben,
alle Zielsetzungen. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Wenn die Zielsetzung dasteht, kann es durchaus auch sein, dass gemeint sind so die Hauptzielsetzungen oder so etwas. Nein, ich meine alle Zielsetzungen. Und genauso hier alle Vorgaben. Also definiert sind, dass auch, dass man sie sich klar macht, dass man nicht das irgendwie so im Hinterkopf hat, ja, wir haben eine Million Budget und so weiter, gucken wir mal, sondern dass man wirklich dann auch entsprechend eine Kostenrechnung aufsetzt und da dann schon mal das Budget auf der Haben-Seite einträgt und dann penibel alles auf der Soll-Seite einträgt, was man ausgegeben hat und ähnliches. Mindestqualität des Ergebnisses bei einem Bauprojekt ist klar, die Normen müssen eingehalten werden, die vertraglich zugesicherten Sachen müssen eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn eine Mindestleistung, eine mindest erreichte Temperatur der Heizung, ja, ein aktuelles Thema, wenn die vertraglich zugesichert ist, dann muss diese Mindestqualität, diese Mindesttemperatur dann auch eingehalten werden. Durch die darin verbaute Heizung mit Wärmedämmung und so weiter und so fort. Oder Mindestqualität im Stahlwerk, dass die Bleche beispielsweise eine gewisse Mindestqualität haben in puncto Struktur, keine Haarrisse, keine feinen Risse oder ähnliches drin. Wird man nicht immer auf Null bringen können. Deshalb ist hier von Mindestqualität die Rede, dass die Risse so und so viele Nanometer nicht überschreiten dürfen oder so etwas. Oh, damit ist eigentlich schon im Prinzip gesagt, was ein Projekt ist und was Multiprojekte sind. Das hatten wir ja eigentlich schon vorher anhand der Beispiele geklärt, sodass wir also jetzt wissen, von welchem Thema wir hier eigentlich reden. Und dann können wir jetzt Projekte erfolgreich durchführen. Da ist natürlich zentral das Projektmanagement. Was sind die Aufgaben des Projektmanagements? Ja, ich denke, da brauche ich nichts weiter dazu zu sagen. Keiner dieser Punkte sollte man vergessen. Das Projektmanagement kann natürlich im Laufe der Zeit auch wechseln. Diejenigen, die geplant haben, wären idealerweise auch die, die es hinterher kontrollieren, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja, denken Sie an einen Bauprojektplan, einen Architekturbüro, wird ein Architekturbüro beauftragt durch die Bauleitung oder wen auch immer, also durch den Bauträger ist eigentlich das korrekte Wort, das heißt der Auftragnehmer. Und die Kontrolle wird dann vielleicht durch einen Bauleiter vor Ort durchgeführt, der alle paar Tage mal vorbeikommt und guckt, wie die Baustelle gerade aussieht. Und auch nicht vergessen, Abschließen des Projektes. Das ist immer auch ein Schritt, der bei jedem Projekt notwendig ist. So, was ich hier aber noch sagen möchte, ist, was mit Initiieren gemeint ist, eben das Starten, das Loslegen. Diese ganzen anderen Sachen, die vorher notwendig sind, wie Geld besorgen und so weiter, sind hier nicht gemeint. Das ist typischerweise nicht Aufgabe des Projektmanagements, sondern es, Aufgabe des Bauherrn, also des Projektgebers. Das heißt, derjenige, der das Projekt beim Projektnehmer in Auftrag gibt. Oh, und dann haben wir natürlich verschiedene miteinander in Konkurrenz stehende, in Konflikt stehende Zielsetzungen. Die Zeit, ja, die Bauzeit etwa, die Zeit, die es alles kostet, oder eben im Stahlwerk beispielsweise, welchen Liefertermin man anpeilen kann. Die Kosten des Ganzen, natürlich, Sie können Zeit einsparen, indem Sie mehr Kosten reinbringen, indem sie mehr Leute gleichzeitig arbeiten lassen, was letztendlich wahrscheinlich mehr zu mehr Kosten führt. Also zum Beispiel können Sie Kosten sparen, indem Sie eine Baufirma, beispielsweise eine Fliesenlegerfirma, beauftragen, aber akzeptieren, dass die Fliesenleger dann kommen, wenn sie mal zwischendurch Zeit haben, wenn sie mal zwischendurch keinen Auftrag haben. Das geht natürlich massiv auf die Zeit. Ja, dann haben sie die Zeit nicht mehr unter Kontrolle, weil sie ja nicht vorher wissen, wann die Fliesenleger mal Zeit haben, um bei ihnen vorbeizuschauen und ihre Tätigkeiten zu machen.
Umfang und Qualität des Ergebnisses, also Umfang zum Beispiel bei einem IT-Projekt, dass irgendwelche Funktionalitäten, die eigentlich geplant waren, wie zum Beispiel Export von Informationen in PDF oder solche Sachen, das ist nun ein ganz einfaches Beispiel natürlich, dass diese Funktionalität nicht vollständig umgesetzt werden konnte im Kosten- und Zeitrahmen. Oder eben, dass die Qualität darunter gelitten hat, dass keine ordentlichen Tests möglich waren in diesem Rahmen, in diesem Zeit- und Kostenrahmen. Ja, dass also beispielsweise die Software fehlerhaft ausgeliefert wird. Es gibt da das böse Wort von Bananensoftware, reift beim Anwender, sehr so wie Bananen ja häufig beim Käufer dann in der Küche erst noch reifen müssen, weil sie völlig grün gekauft sind, deshalb Bananensoftware. Oder auch im Bauprojekt, dass da einfach fehlerhaft, dass da halt gefuscht würde. Ja, es gibt, also der Begriff Fusch am Bau, kann ich mich erinnern, war früher sprichwörtlich und bezeichnet genau das Problem, was Sie hier sehen, diese grundsätzliche Zielkonkurrenz. So, und für all das ist das Projektmanagement verantwortlich. Das macht natürlich nicht selber unbedingt alle Fehler. Ja, wenn Handwerker am Bau fuschen, dann machen das die Handwerker diesen Fehler. Aber das Projektmanagement ist verantwortlich, denn dass es die Aufsicht führt, dass es die Leute genau anleitet, dass es die Leute auch alle Beteiligten zielführend beteiligt an dem ganzen Thema. Und auch beispielsweise von den Handwerkern bei einem Bauprojekt auch hört, was die sagen. Wenn die sagen, das geht so nicht, was ihr geplant habt, dass man dafür dann ein offenes Ohr hat, beispielsweise. Aber Verantwortung heißt auch Entscheidung treffen. Ja, die einzig vernünftige Möglichkeit eigentlich, die Menschheit bisher entdeckt hat, die wirklich zielführend ist, ist, dass die Verantwortlichkeit und die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen, dass die zusammen sind. Wer die Entscheidung trifft, muss hinterher dafür gerade stehen. So, was hat das Projektmanagement alles zu tun? Projektplanung, ja, die Aufgaben zu planen und auch die Termine. Also bei so einem Bauprojekt kann man ja nicht so aufs Blaue hinein sagen, okay, jetzt sind die und die Gebäude so weit, dass da jetzt eine Fliesenlegerkolonne durchgehen kann. Dann gucken wir mal, fragen wir mal nach, ob jetzt gerade zufällig irgendeine Fliesenlegerfirma Zeit hat. So geht es natürlich nicht, sondern es muss vorab geplant und mit den entsprechenden anderen Beteiligten, wie etwa der Fliesenlegerfirma, frühzeitig abgesprochen werden. Ist immer noch keine Garantie dafür, dass es dann nachträglich nicht doch noch Terminverschiebungen gibt. Ganz im Gegenteil, das ist tägliches Geschäft, dass die Termine sich nochmal verschieben. Darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen hier. Aber erst einmal eine erste, nicht allzu unrealistische Terminplanung für die einzelnen Aufgaben. Und dann natürlich die Überwachung und Steuerung. Bauleitung beispielsweise auf einer Baustelle. Oder wenn es um das Budget geht, das Controlling. Eben dieser Punkt. Und auch proaktiv am besten schauen, wo frühzeitig schon antizipieren, also vorhersehen, wo könnten Probleme auftreten, wo könnte es zu Verzögerungen gehen und dann versuchen, diese Probleme also nicht, natürlich nicht nur zu identifizieren, sondern die auch schon proaktiv anzugehen, damit sie möglichst gar nicht erst ein. Ja? Probleme lösen ist gut, Probleme von vornherein vermeiden ist natürlich besser. Risikomanagement, ja, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, dass die Zeit aus dem Ruder läuft, dass die Qualität leidet und so weiter und so fort. Das muss alles im Auge behalten werden und zwar sehr systematisch im Auge behalten werden, nicht einfach irgendwo hinten im Gehirn, ach ja, da war doch was, sondern richtig professionell die Risiken im Auge behalten und gucken, wo Risiken jetzt potenziell entstehen können, die vorher noch nicht da waren oder wo Risiken, die vorher als gering einzuschätzen waren, plötzlich als hoch einzuschätzen werden. Kommunikation natürlich, ein Projekt, an dem mehrere Leute beteiligt sind, und das ist ja der typische Fall, ist ein ganz großes Kommunikationsproblem. Darüber werden wir hier noch zu sprechen haben.
So, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, Projekte scheitern häufig. Scheitern heißt entweder, dass sie beendet werden, ohne ihr Ziel zu erreichen. Das ist natürlich der schlimmste Fall. Oder dass sie ernsthaft ihr Zeit- oder ihr Geldbudget überschreiten. Oder dass eben die Qualität, die herauskommt, nicht die erwünschte ist oder so etwas. Ja, also das ist sozusagen die immer noch sehr unglückliche, aber schwächere Stufe des Scheiterns. Woran scheitern Projekte häufig? Unklare Ziele, Anforderungen. Ja, dass der Projektgeber, der Geldgeber, nicht so genau sagt, was er wirklich will. Dass er zwar schon klare Vorstellungen davon hat, was er will, aber das nicht so ordentlich, vernünftig, präzise kommuniziert. Da verweise ich wieder auf unser Kapitel 1, präzise kommunizieren. Ja. Das ist hier ein Beispiel dafür, wo das ganz, ganz wichtig ist, präzise und auch vollständig kommunizieren. Und was aber erstmal auch heißt, sich selbst, der Projektgeber, der Geldgeber muss sich selbst auch klar machen, was eigentlich seine Ziele und seine Anforderungen sind. Und das sollte er tunlichst am Anfang machen und nicht erst so im Laufe des Projekts, ach, wo ich das gerade sehe, hier fällt mir ein, so war das eigentlich nicht gedacht. Es war eigentlich ganz anders gedacht. Sich häufig ändernde Ziele, Anforderungen. Das war zum Beispiel, wenn man mit den Medien Glauben schenken will, ein großes Problem beim Berlin-Brandenburger Flughafen, dass der Projektgeber, ein Konsortium unter Führung von Land Berlin und Land Brandenburg, das dann im Laufe des Projektes sich eingemischt wurde und nochmal die Anforderungen geändert worden sind, dass da mehr Platz sein sollte für Shopping und auch mehr Platz für das Regierungsterminal und so weiter und so fort. Dann ein Fehler, was häufig vom Projektmanagement eben umgekehrt gemacht wird, dass man glaubt, man hat alles, was die Kunden und die anderen wollen, verstanden. Aber dem ist gar nicht so, sondern man hat es nur halb verstanden. Dem kann man nur vorbeugen, indem man eben auch immer wieder die Kunden einbezieht, auch wenn es die Kunden vielleicht nervt. Der Kunde denkt vielleicht, okay, ich habe euch alles gesagt, jetzt macht ihr mal und kommt erst wieder zurück, wenn ihr fertig seid. Das wäre natürlich das Traumziel des Kunden, aber so läuft das nicht. Der Kunde muss sich auch ins Projekt, der Projektgeber muss sich auch ins Projekt einbringen. Projektmanagement-Methodik ab einer gewissen Größenordnung, vielleicht noch nicht unbedingt beim Schulbasar, bei der vorbereitenden Schulbasars, aber bei einer gewissen Größenordnung wird man um formale, systematische, strukturierte Methodik nicht herumkommen. Davon wird auch noch hier in diesem Kapitel die Rede sein müssen. Dazu gehört Methodik der Kommunikation, Methodik der Entscheidungsfindung, werden wir ansprechen, Qualitätssicherung, ja. Der Bauleiter auf der Baustelle nicht genau hinschaut und gar nicht sieht, dass das Rohr, wie es in die Wand da eingebaut ist, dass das gar nicht dann oben im nächsten Stockwerk so weitergeführt werden kann, sondern dass da 10 cm Diskrepanz vielleicht ist oder solche Sachen im schlimmsten Fall. Oder ich hatte es mal im privaten Umfeld, dass Leute schlüsselfertig in einer Wohnung, in ein Einfamilienhaus eingezogen sind, alles schön gemacht haben, sich eine Einbauküche eingebaut haben und alles wunderbar. Und dann ist der Schimmel gekommen und ließ sich einfach nicht besiegen, ist immer mehr und immer mehr gekommen. Schweren Herzens haben sie ihre Küche wieder abgebaut, die frisch gelegten Fliesen aufgerissen und siehe da, in der Zisterne im Keller unter der Küche war eine Zuleitung nicht ordentlich verklammert, sodass also durch diese Zuleitung dieses Rohr zur Zisterne immer Wasser ausgetreten ist, was dann eben oben zu Schimmel geführt hat. Ja, das ist ein Beispiel für mangelhafte Qualitätssicherung. Und davon gibt es unendlich viel. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel berichten von jemandem, der ein Haus in Auftrag gegeben hat, ein Gebäude in Auftrag gegeben hat, was unbedingt barrierefrei sein sollte. Aber die Erdarbeitsfirma hat aus irgendwelchen Gründen die Baugrube 20 cm zu wenig ausgehoben, zu wenig tief ausgehoben. Hat man erst gemerkt, als der Keller eingesetzt worden ist. Der hat nämlich plötzlich
für unerwartet 20 Zentimeter über dem der Umgebung, über die Umgebung hinausgeragt. Das heißt also von barrierefrei kann zumindest was den Zugang zu dem Haus angeht, nicht mehr die Rede sein. Mangelnde Ressourcen sind, daran scheitern Projekte natürlich häufig. Kann sein, dass von vornherein zu wenig Ressourcen eingeplant sind, dass die Personaldecke beispielsweise viel zu dünn ist. Das Thema kennen Sie ja mindestens aus den Medien und Sie werden, ich hoffe mal nicht, aber Sie werden nicht unwahrscheinlich dann auch in Ihrem Berufsleben mit diesem Thema zu tun haben. Zu enge Personaldecke. Natürlich gibt es auch andere Ressourcen, Geld natürlich, zu wenig Geld oder zu wenig Baukräne, zu wenig Zeit, ein Baukran zu wenig Zeit geordert, also dass der Baukran schon abgebaut werden muss, weil er woanders benötigt wird, obwohl er hier noch gebraucht wird und so weiter. Expertisen, ja, also Elektriker, zum Beispiel jetzt Heizungsmonteure, ja, Wärme, Heizungsmonteure, die zertifiziert sind, Wärmepumpen von der Firma V einzubauen. Ich lasse jetzt mal offen, welche Firma V ich da meine. Ist auch egal, darum geht es gar nicht. Ja, davon gibt es nicht allzu viele Leute und das ist dementsprechend eine sehr Ressource, die schnell, bei der es einen großen Mangel gibt. Prioritätssetzungen. Also man redet im Business-Deutsch gerne von Moving Target, wechselnde Prioritätssetzung. Mal will man es eher so haben, mal will man es eher so haben, mal ist einem eher das wichtig, mal ist einem eher das wichtig oder falsche Prioritätssetzung, dass man an dem falschen Ende gespart hat beispielsweise. So, zum Thema Prioritäten ist eigentlich alles Wesentliche schon mal gesorgt worden, wird immer wieder gerne zitiert, will ich auch hier nur ganz kurz zitieren. Diese kleine Matrix, diese kleine 2x2-Matrix, ist eigentlich fast selbsterklärend, aber vielleicht doch noch ein paar Worte dazu. Wenn eine Aufgabe eilig und wichtig ist, sollte man sie so schnell wie möglich selbst erledigen. Ja, wenn eine Aufgabe eilig, aber nicht wichtig ist, sollte man sie zeitnah delegieren. Also nicht so wichtig, dass man sie selber erledigt, dass es nicht Chefsache ist. Wenn sie hingegen eilig, nicht eilig ist, aber wichtig ist, dass man sie dann halt auf Wiedervorlage setzt, dass man sie eben erst einmal nach hinten schiebt, aber natürlich nicht allzu lange warten sollten, wenn es geht, nicht so lange, bis sie tatsächlich auch eilig ist, ist natürlich immer ein Problem. Niemand hat Zeit geschenkt. Ja, es ist immer alles unter massivem Zeitdruck. Deshalb ist das natürlich auch hier immer der Idealfall. Und wenn einer auch, das ist vielleicht noch der interessanteste, wichtigste Punkt. Es gibt, scheint viele Fälle zu geben, wo Menschen sich an einer Aufgabe festbeißen, die aber eigentlich niederste Priorität hat, sowohl zeitlich niederste Priorität hat, also nicht eilig ist, als auch in der Sache niederste Priorität hat, also nicht wichtig ist. Das muss man sich bewusst machen, solche Aufgaben dann auch wirklich ganz skrupellos dann einfach in die Tonne zu treten. Weil man wird niemals erfahrungsgemäß die Zeit haben, das, diese Aufgabe wirklich anzugehen, weil immer andere wichtiger sind. Oh, Prioritätensetzung war das. Qualitätsmanagement hatten wir schon angesprochen. Das Ergebnis muss gewisse qualitative Mindeststandards erfüllen, muss den Funktionsumfang erfüllen. Ja, da kann ich mich an ein Beispiel erinnern, dass der Funktionsumfang nicht erfüllt wurde, beziehungsweise man hat es bei der Planung vergessen und das ist kein Scherz, das ist Realität. War vor ein paar Jahren, dass ein Hochhaus in einem spanischen Touristenstadt an der Costa Blanca. Die Stadt heißt Benidorm, ist vielleicht bekannt dem einen oder der anderen, dass da ein Hochhaus gebaut wurde und man hat tatsächlich schon bei der Planung vergessen, überall, wo es notwendig ist, Fahrstühle mitzuplanen. Und das Hochhaus wurde gebaut und erst dann hat man festgestellt, die Fahrstühle fehlen da und da. Gut. Verbesserung der Qualität der Arbeitsprozesse. Also auch bei der Planung muss man, wie das Beispiel Fahrstühle zeigt, muss man halt Prozesse
durchführen, damit solche Sachen nicht passieren können, wie dass Fahrstühle vergessen werden. Und das, was die Menschheit dafür erfunden hat, sind Checklisten, ja. Dass man beispielsweise, auch wenn man die hessische Bauordnung von vorne bis hinten auswendig kennt, dass man dann immer noch mal reinguckt in meiner Planung. Habe ich die Abstandsregeln eingehalten zum Nachbargrundstück? Habe ich die und die, habe ich die Stellplatzverordnung eingehalten und so weiter und so fort. Dass man sich alles noch mal, so wie Sie das kennen aus Filmen, dass Piloten vor dem Start noch mal eine Checkliste durchgehen. Und sind die Checkliste, dieselbe Checkliste schon tausendmal durchgegangen. Die kennen in- und auswendig, sie gehen sie trotzdem noch mal durch, um zu garantieren, dass wirklich kein Punkt vergessen wird. Das ist ein Beispiel für Qualitätsmanagement bei der Planung, als einem Schritt in den Arbeitsprozessen, aber natürlich bei der Durchführung genauso wichtig. Das ist keine Garantie, was hier steht. Deshalb ein hoffentlich, dass die Qualität der Arbeitsprozesse wirklich dann in eine entsprechend hohe Qualität des Ergebnisses führt. Sei es, dass das Ergebnis ein Produkt ist, sei es, dass das Ergebnis eine Dienstleistung ist. Aber natürlich ist die Zielsetzung für Qualität der Arbeitsprozesse genau das zu erreichen. Und dementsprechend, was bedeutet Qualität also was sind gute Methoden? Das Qualitätsmanagement, solche, die dann eben tatsächlich zur hohen Qualität des Produktes oder der Dienstleistung führen. Daran müssen sich Qualitätsmanagementsmethoden messen lassen. Kommunikation, darüber werden wir, wie schon angesprochen, wie schon versprochen, zu reden haben. Kommunikation eben, aber nicht nur die Kommunikation selbst, sondern auch die Kommunikationsstruktur. Lösungsstrategien für Probleme, ja, wenn Probleme auftreten, dass man nicht erst sich überlegt, wie gehen wir überhaupt an dieses Problem ran, sondern dass man eben Strategien in der Hinterhand hat, mit denen man an diese Probleme rangehen kann. Auch Standardisierung. Je mehr Prozesse standardisiert sind, umso weniger fehleranfällig sind sie, weil man eben nicht so viel darüber nachdenken muss. Ja, sondern man kann eben diese standardisierten Abläufe einfach blindlings durchführen. Man sollte sie natürlich nicht ganz blindlings durchführen, aber man ist nicht so sehr belastet mit Nachdenken, ist das jetzt alles so richtig, was ich mache und so weiter, sondern man kann das einfach automatisiert machen und überall, finden Sie das, dass das auch gemacht wird. Und im Idealfall werden zumindest teilweise diese Prozesse sogar automatisiert werden können, weil alles, was standardisiert ist, wird man potenziell auch automatisieren können. Dokumentation ist nicht unwichtig. Ja, das ist schlimmstenfalls, wenn hinterher der Auftraggeber und der Auftragnehmer, der Projektgeber und der Projektnehmer vor Gericht landen, ist wichtig, dass beide Seiten genau dokumentiert haben, was sie gemacht haben, was sie wann wem gesagt haben und so weiter und so fort. Weiterbildung ist auch ein wichtiges Thema. Ja, also ein Thema, was einfach wahrscheinlich überall immer wichtiger wird. Ja, das sehe ich bei mir in der Informatik, dass es immer schneller die Zyklen werden, dass neue Sachen, neue Programmiersprachen, neue Tools und so weiter plötzlich ganz wichtig werden, wo man sich dann eben weiterbilden muss, um weiter vernünftig arbeiten zu können. Das ist anderswo im technischen Bereich nicht anders, ja. Ich nehme wie das Beispiel Heizungsmonteure, die sich permanent weiterbilden müssen, oder Kfz-Mechaniker, die sich permanent weiterbilden müssen, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten, weil das Ganze plötzlich wieder ganz anders zu reparieren oder ganz anderes zu bei Heizungsmontage, weil wieder auf ganz andere Sachen zu achten ist bei der Aufstellung und Inbetriebnahme einer Heizung als noch beim Vorgängermodell und so etwas. Das sehen Sie ja auch beispielsweise beim Smartphone, dass bei einem Nachfolgemodell oder bei einem Update des Betriebssystems plötzlich viele Sachen wieder ganz anders aussehen. Beim Smartphone ist es nur ein Ärgernis oder für manche Leute sogar noch ein Spaß. Aber bei so problematischen Sachen wie Kfz, wo ja auch Menschenleben abhängen, ist das wesentlich mehr als ein Ärgernis oder gar ein Spaß.
So, und deshalb finden Sie gerade bei großen Firmen, aber durchaus auch bei kleineren Firmen, hängt auch von der Kultur ab. In manchen Kulturen, etwa in angelsächsischen Kulturen mehr, hat auch etwas damit zu tun, dass da Schadenersatzforderungen bzw. Schmerzensgeldforderungen sehr viel höher häufig sind als bei uns und Gerichte sehr viel schneller da so einen Schadensersatz bewilligen als bei uns. Aber so im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall die Richtung. Und dadurch, dass es eben auch dafür standardisierte Software gibt und auch Berater, die sich mit den Sachen auskennen und so weiter, ist es auch für kleinere Firmen, für mittelständische Unternehmen oder auch für Institutionen, für wissenschaftliche Institutionen potenziell auch machbar, also finanzierbar. So, und das ist typischerweise, da werden wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, es gibt Normen für Qualitätsmanagement. Das ist ganz wichtig, dass das auch normiert ist. Spätestens, wenn man sich vor Gericht wieder sieht, werden die Richter nicht selber wahrscheinlich in die Normierung reinschauen, aber sie werden Gutachter, Experten bestellen, die dann genau sagen, welche Seite, welche Partei jetzt die Norm verletzt hat. Also für Qualitätsmanagement gibt es eigentlich eine weltweit standardisierte Norm. ISO hatten wir schon mal gesagt, das I steht für International. Das ist so etwas wie ein Dachverband von nationalen Normierungsinstitutionen, zu der auch DIN gehört. Und 9001, wenn es Sie interessiert, ist eben die Norm. Das finden Sie öfters mal bei Werbung beispielsweise. Wir sind ISO 9001 zertifiziert. Das können Sie, wenn Sie mal darauf achten, können Sie das öfters mal in irgendwelchen Werbungen, vielleicht jetzt nicht in Fernsehwerbungen, aber durchaus auch bei Internetanbietern, wenn es um technische Belange geht oder so etwas, auch diese Zertifizierung. Also, das Ziel eines Unternehmens oder einer Abteilung oder manchmal sogar nur für ein Einzelprojekt, aber in der Regel für eine ganze Abteilung oder sogar für ein ganzes Unternehmen, ist eine offizielle Zertifizierung zu erreichen. Und die muss dann natürlich auch eingehalten werden, sonst verliert man diese Zertifizierung dann wieder irgendwann, weil die ist nämlich zeitlich begrenzt. Und dann wird sie wieder nachgeprüft. Und wenn man nicht dokumentieren kann, dass man diese Normen richtig eingehalten hat, dann verliert man diese Zertifizierung wieder. Wofür ist das gut? Eben aus Sicht der Firma oder der Einrichtung oder der Abteilung ist es eben eine gute Werbung. Und beziehungsweise geht sogar weiter, dass das Unternehmen oder andere Geschäftspartner von vornherein sagen, wir arbeiten nur mit so und so zertifizierten Unternehmen überhaupt von vornherein zusammen. Andere berücksichtigen wir bei der Ausschreibung überhaupt nicht. So, was aber wichtig ist, das ist eine Zertifizierung, sagt etwas aus über die Qualität der Prozesse. Das hatten wir eben schon gehabt, Produkte oder Dienstleistungen, deren Qualität wird damit nicht zertifiziert. Nur die Prozesse werden zertifiziert. Und natürlich ist die Hoffnung bei der ganzen Sache, dass das dann zu besseren Produkten oder Dienstleistungen führt. Teilweise sogar direkt, ja. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, wenn Sie zum Beispiel die Garantie geben, ISO 9001 zertifiziert, dass Sie eine Antwortzeit auf Kundenbeschwerden von 24 Stunden haben, dann ist das natürlich eine Verbesserung nicht des Produktes, aber zumindest dieser Dienstleistung Beschwerdemanagement. Eben aber ansonsten Produkt und Dienstleistung erstmal nicht. Und das ist auch ganz wichtig, da hat es schon früher Fälle gegeben, dass nicht genau in der Werbung unterschieden wurde, dass den potenziellen Kunden, die die Werbung sehen, suggeriert wurde, dass das Produkt oder die Dienstleistung qualitätsgesichert ist durch diese ISO 9001 oder eine andere Zertifizierung des Qualitätsmanagements. Darf aber natürlich nicht sein, weil das stimmt ja nicht, das ist irreführend.
Dafür gibt es andere Gütesiegelprüfzeichen, wie TÜV zum Beispiel in Deutschland. Wir hatten auch im Kapitel 2 als problematisches Beispiel geprüfte Sicherheit CE. Solche Sachen sind Siegel, Zertifizierungen für die Produkte bzw. Dienstleistungen. EU-Bionormen beispielsweise oder überhaupt Bionormen sind Beispiele dafür, für eine bestimmte Form der Qualität eben biologisch, ökologisch und so weiter. So, wie kann man sich das vorstellen, dass eine Abteilung oder ein Unternehmen zertifiziert wird, beispielsweise nach ISO 9001? Also erstmal es ist eine ganze Menge Schreibkram, eine ganze Menge Bürokratie und so weiter und so fort. Eine umfangreiche, umfassende schriftliche Dokumentation von allem, was relevant ist. Also überhaupt erstmal die Prozesse zu dokumentieren. Ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch an der TU Darmstadt bei uns sehe, dass viele Prozesse gar nicht wirklich schriftlich definiert, dokumentiert sind, was immer wieder zu Reibungsverlusten führt. Zum Beispiel, dass die Verantwortlichkeiten in bestimmten Prozessen nicht hundertprozentig klar geklärt sind, sodass dann häufig die Situation auftritt, dass man sich hinterher den schwarzen Peter zuschiebt. Jeder war der Meinung, der andere hätte das eigentlich tun müssen. So, aber wenn Sie so ein Zertifikat wie ISO, Zertifizierung wie ISO 9001 haben wollen, dann reicht das nicht, sondern Sie müssen auch noch dann ein Audit über sich ergehen lassen, dass Leute aus der Agentur tatsächlich dann bei Ihnen, zu Ihnen kommen und dann versuchen, Sie sozusagen dabei zu erwischen, dass Sie nicht die Regeln einhalten, die sich da gegeben haben. Also einerseits geht es natürlich um die Regeln, die Sie sich gegeben haben, die Sie schriftlich dokumentiert haben. Und andererseits geht es natürlich vor allem auch darum, dass diese Regeln tatsächlich auch eingehalten werden. So, das ist jetzt aber leider nicht der Stein der Weisen, Zertifizierung. Es hat durchaus Vorteile, aber es bringt auch Probleme mit sich, die ich Ihnen auf jeden Fall auch benennen möchte. Ein Problem ist natürlich alles, was formalisierbar ist. Und das bedeutet insbesondere numerische Kennzahlen, nicht? Das wird sehr, sehr wichtig, weil man das eben gut dokumentieren kann. Beispielsweise die Anzahl der Minuten, die jemand in einer Hotline wartet, ist natürlich eine wichtige Kennzahl, ist aber nicht alles, ja, sondern die Qualität der Antworten spielt natürlich auch eine Rolle, aber die kann man nur sehr indirekt durch Kennzahlen erfassen, wie zum Beispiel Sie kriegen ja öfters mal hinterher dann noch die Frage auf den Tisch, wie bewerten Sie jetzt Ihren Kontakt mit der Hotline oder sowas. Das ist eine Möglichkeit, wie man versuchen kann, die Qualität der Antworten einer Hotline in Kennzahlen zu drücken, aber Sie wissen ja selbst, und das hatten wir auch im Kapitel 2, als es um Umfragen ging, dass das auch problematisch ist. Das ist ein Punkt, ja. So eine klare Definition der Prozesse, die auch penibelst einzuhalten sind, bis ans Kleinste einzuhalten sind, ist natürlich ein Korsett, aus dem Sie nicht raus dürfen, weil sie sonst ja nicht gemäß ihrer Zertifizierung arbeiten. Das heißt also, Innovationen werden deutlich erschwert, denn natürlich kann man Innovationen nicht in dem Korsett machen, sondern man muss aus dem Korsett rausgehen. Und auch das ist ein wesentlicher Punkt, ein hoher bürokratischer Aufwand. Ich will Ihnen daraus ein Beispiel nennen, was ich letztens erlebt habe. Ich war in einem Krankenhaus, das sehr gute Noten hat insgesamt, auch bei niedergelassenen Ärzten, wohl einen guten Ruf genießt, soweit ich weiß. Und da läuft ein Arzt über den Flur und schimpft ganz laut: Ich bin nach Deutschland gekommen, um Arzt zu sein und nicht, um hier den ganzen Tag Bürokratie zu machen. Ja. Das war jetzt mal der Extremfall, wenn man mit Leuten aus dem medizinischen Bereich redet, egal ob jetzt im Kern medizinisch, ärztlich oder Pflege oder Physio oder was auch immer,
wird man wahrscheinlich überall dasselbe zu hören und bekommen. Der bürokratische Aufwand frisst einfach alles auf. Das hat jetzt nicht nur mit Zertifizierung zu tun, sondern auch in dem Fall bei uns in Deutschland mit staatlichen Vorgaben, mit Vorgaben der Krankenversicherungen, etwa der gesetzlichen Krankenversicherung und so weiter, was aber jetzt auch nicht so weit entfernt ist. Ja, also wenn man stattdessen, wenn man diese Vorgaben nicht hätte, sondern eben durch die Qualität der Prozesse durch eine Zertifizierung dokumentieren möchte, gegenüber potenziellen Patienten beispielsweise, dann wird man in einer ähnlichen Situation am Ende voraussichtlich landen. Gut, soweit so gut oder auch nicht unbedingt so gut. Kommunikation. Das ist ja ein Thema, das wir hier schon hatten. Das ganze Kapitel 2 ging um unmissverständliche Kommunikation nicht. Und da möchte ich dann auch wieder aufsetzen. Also da wird es einige Sachen geben, die wir, wenn auch allgemeiner, nicht speziell zum Thema Projekte, da schon betrachtet haben. So, was ist entscheidend für Projekterfolg? Dass man selber, wenn Sie jetzt die Rolle des Projektmanagements sind, aber auch wenn Sie in anderer Rolle sind, wenn Sie in der Rolle eines Kunden sind oder in der Rolle eines Projektmitarbeiters sind, dass Sie selber unmissverständlich kommunizieren. Dazu hat das Kapitel 1 einiges gesagt. Aber auch schauen, dass auch alle anderen unmissverständlich kommunizieren. Das ist oftmals ziemlich zäh und nervig, frustrierend für alle Beteiligten. Der Kunde ist der Meinung, er hat alles Wesentliche gesagt. Und sie würden ihm am liebsten sagen, nein, sie haben da nur ein Wischiwaschi Blabla von sich gegeben. Jetzt müssen sie mir aber mal richtig sagen, was sie eigentlich wollen. Ja? Solche Probleme treten dann dabei auf, dass Leute oftmals gar nicht wissen, was unmissverständliche Kommunikation ist, beziehungsweise dass das, was Sie in Ihrem Bereich als unmissverständlich sehen, dass das beispielsweise für einen Projektnehmer aus dem IT-Bereich noch lange nicht unmissverständlich sein muss. Also, die Zielsetzungen und Vorgaben müssen unmissverständlich sein. Bei Vorgaben geht es ja vielleicht noch, ja, dass die Bauvorschriften eingehalten werden müssen und dass eine Mindesttemperatur auch im kältesten Winter garantiert sein muss für die nächsten 10 Jahre und solche Sachen und so fort. Da geht es ja vielleicht noch. Bei den Zielsetzungen wird es manchmal schon ein bisschen schwieriger, weil die ja häufig etwas weicher sind, Zielsetzungen, als die Vorgaben. Vorgaben sind hart, Zielsetzungen sind weich. Wenn man die nicht ganz optimal erreicht, dann ist es eben auch kein Beinbruch. Aber wenn man die Vorgaben nicht optimal einhält, nicht ganz einhält, dann ist es natürlich ein Problem. Ja, wenn man die Bauvorschriften nicht ganz einhält, beispielsweise, ist es ein großes Problem. Entscheidungsprozesse müssen unmissverständlich sein. Dazu ist was zu sagen. Das ist nämlich sehr häufig ein großes Problem, dass häufig nicht alle Leute verstanden haben, die Entscheidung ist jetzt getroffen. Manche Leute warten noch darauf, dass die Entscheidung jetzt getroffen werden soll und so weiter. Arbeitsverteilung, ja, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Wer ist wofür zuständig? Wer ist wofür verantwortlich? Und ja, ich glaube, dieser Satz, den ich da jetzt noch zeige, fasst das meines Erachtens ganz gut zusammen. Ja, ich dachte, du bist dafür zuständig oder ich dachte, Sie sind dafür zuständig. Nur als Beispiel für das Problem unmissverständlicher Arbeitsverteilung. So, ich nehme ein ganz, ganz einfaches Beispiel her, wo man schon viel machen kann, um die Kommunikation deutlich zu verbessern. Also Leute, die mit mir hier schon per E-Mail kommuniziert haben, werden vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben, dass ich mich darum bemühe, hier möglichst unmissverständlich zu kommunizieren. Das gelingt mir natürlich genauso wenig wie irgendjemandem sonst hundertprozentig, aber ich glaube, es mir schon ganz gut gelingt, weil es mir immer bewusst ist. Der Betreff muss immer gut auf das Thema passen. Also ein Betreff wie ein paar Fragen zur Vorlesung ist kein guter Betreff, sondern Betreff zum Beispiel Frage zu Kommunikationsmanagement im Kapitel 03, Folie so und so viel, ist vielleicht ein guter Betreff. Und oft
Verändert sich das Thema im Thread? Ja, dass da schauen, achten Sie mal drauf, dass plötzlich was ganz anderes besprochen wird, aber der Betreff immer noch natürlich derselbe bleibt, weil es im selben Thread drin ist. Was ich mir angewöhnt habe, auch was ich auch nicht immer mache, weil ich mir auch nicht immer das bewusst bin, ist, dass ich dann tatsächlich auch einen neuen Thread starte, indem ich das Betreff ändere zum neuen Thema Y, aber noch dazu schreibe, war Thema X, sodass andere Leute, die in diesen Thread zurückgehen, die aufarbeiten wollen, was in diesem Thread alles gesagt wurde, dann eben auch eine gute Chance haben oder kein Problem damit haben, hier nochmal den ersten Teil des Threads unter dem Betreff X dann noch weiter nachzuverfolgen. Denn das ist etwas, warum solche Sachen wie Instant Communication, Instant Messaging, solche Sachen wie Discord oder ähnliches für Projektarbeit nicht ausreichend sind. Man wird in der professioneller Kommunikation wird nicht nur der Eingang, die ungelesenen Sachen wichtig sein, sondern man wird genauso viel, und das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, man wird mindestens genauso viel mit dem Archiv arbeiten. Und dann ist es wichtig, dass man schnell die richtigen Sachen findet. Ja, dass diese bei solchen Instant Communication Programmen, Instant Messaging Programmen, wie eben Discord, WhatsApp, Signal und so weiter, was es da so gibt. Da ist erstmal die grundlegende Organisationsstruktur in Gruppen schon mal problematisch, weil sie suchen ja typischerweise nach bestimmten Themen. Und dass es dann nicht unbedingt einen Betreff gibt und keine richtige Thread-Struktur gibt und so weiter, macht die Sache sehr, sehr problematisch in einem Archiv, zielgerichtet dann die richtigen Teile, die richtigen Kommunikationsakte zu finden und die dann zu einem Gesamtbild für sich zusammenzusetzen, was wurde eigentlich alles besprochen. Falls Sie mehrere Themen haben, ich hatte es eben gesagt, ein Betreff, ein paar Fragen zur Vorlesung ist problematisch. Besser ist es, dass Sie zu jedem einzelnen Frage, auch wenn es vielleicht für Sie und für den Adressaten erstmal ein bisschen nervig ist, aber es zahlt sich aus, das so auseinander zu dividieren, wenn der Thread dann etwas länger geht. Und wenn Sie später dann nochmal suchen müssen, was wurde denn eigentlich zu dem und dem konkreten Thema gesagt, ja, dann macht es sehr viel Sinn, es ist sehr zielführend, eben zu jeder einzelnen Frage, die Sie haben, tatsächlich einen eigenen Thread aufzumachen, eine eigene E-Mail zu schicken. Oder typisches Beispiel, Sie haben eine Frage zur Vorlesung und möchten einen Prüfungstermin ausmachen. Ja? Ist sehr zielführend, daraus zwei E-Mails mit passendem Betreff zu machen. Einerseits Betreff Frage zu Folie so und so, Aspekt so und so oder so etwas. Und die andere und das andere E-Mail dann eben mit dem Betreff Termin für mündliche Prüfung ZIUW. Nicht vergessen übrigens auch die Lehrveranstaltung zu benennen. Ja, ich bekomme häufiger E-Mails mit Anfragen, Termin zu einer mündlichen Prüfung, wo ich dann zurückfrage, um welche Lehrveranstaltung geht es dann eigentlich? Dann machen sich die Leute zum ersten Mal bewusst, dass es aus meiner Sicht ja auch potenziell um verschiedene Lehrveranstaltungen gehen kann, wo mündliche Prüfungen eine Rolle spielen können. So, zum Beispiel eine sehr häufige Sache, die mir immer wieder auffällt, dass für ein Meeting der Anfangszeitpunkt kommuniziert wird, aber nicht die Dauer oder das Ende, was aber beispielsweise für Terminfindung oder für die Frage, ob man an dem Meeting teilnehmen kann, natürlich genauso wichtig ist. Oder was ich mal erlebt habe, ist, haben Sie schon X gemacht? Oder was man häufig findet, ja, dass der Projektleiter den Mitarbeiter fragt, haben Sie schon X gemacht? Sondern dass man ganz genau sagt, da sind wir wieder bei Kapitel 1 der Lehrveranstaltung hier, präzise Kommunikation, bitte machen Sie das bis dann und geben mir dann Bescheid. Ja? Also Sie sehen schon anhand dieses Unterschiedes,
Wenn Sie nur die, haben Sie schon X gemacht, fragen, dann, und an, aber das hier eigentlich unten alles meinten, was eigentlich passieren soll, dann kann das zu beliebigen Missverständnissen führen. Anderer Fall, das machen wir als Erste. Gemeint war, das machen wir als Erstes, ist natürlich ein Riesenunterschied. So, hier noch ein interessantes Beispiel aus den allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt. Das war allerdings die letzte Version. Ich bin mir nicht sicher, habe nicht nachgeschaut, ob es noch genau so dasteht, wortwörtlich in der jetzigen Version. Ist aber egal, es kommt nicht, darauf kommt es nicht an. Da steht ganz lapidar bei mündlichen Prüfungen, der Prüfling, also das steht einfach so, ich zitiere das einfach so, in der APB ist der Prüfling, steht der Prüfling. Ob uns das gefällt oder nicht, dass es nicht gegendert ist und dass da dieses leicht despektierliche Wort Prüfling da steht, aber das steht in der APB, also zitieren wir es so. Kann zusätzlich eine Beisitzerin oder Beisitzer vorschlagen. Und in der Version, aus der ich dieses Beispiel entnommen habe, in der Version der APB, sind einige Punkte nicht klar, nämlich wem gegenüber wird der Vorschlag gemacht, beziehungsweise wer entscheidet. Der Prüfer oder die Prüfungskommission oder wer sonst. Und dann ist die Frage, kann zusätzlich vorschlagen? Besteht ein Anrecht darauf, dass dem Vorschlag Folge geleistet wird? Es sei denn, stehen schwerwiegende Gründe dagegen, wird nicht so richtig klar, nicht? Ich meine, vorschlagen kann man viel. Wenn die entscheidende Instanz immer Nein sagt, hat sich nichts ergeben. Und auch das ist Punkt. Eine bestimmte Person und auch nicht unbedingt klar, aus welchem Personenkreis. Gut, irgendwo anders wird definiert, wer alles Beisitzer und Beisitzerin sein darf. Das wird vermutlich sein, dass das der Personenkreis ist, aber steht nicht explizit da. Hatten wir schon im Zusammenhang im Kapitel 1 mit Passivsätzen immer das logische Subjekt mit erwähnen, es sei denn, es ist wirklich nicht notwendig. Es sei denn, das logische Subjekt spielt wirklich keine Rolle. Ja, da verweise ich Sie eigentlich dann auf diesen Abschnitt im Kapitel 1, wo von Passivsätzen und Umschreibungen mit Mann, wo leicht das logische Subjekt hinten runterfällt. Zum Beispiel typisch, Studierende kommen zu mir, Mann hat mir gesagt oder es wurde mir gesagt. Ja, wer hat das gesagt? War das das Studienbüro oder waren das andere Studierende? Spielt natürlich eine große Rolle, nicht? Wenn das Studienbüro das gesagt hat, ergeben sich daraus natürlich ganz andere Konsequenzen, als wenn irgendwelche anderen Studierenden das, was sie von Hörensagen her angeblich wissen, dann weiter gesagt haben. Wenn Sie Vorschläge machen, machen Sie immer klar, stehen Sie wirklich ernst dahinter oder haben Sie sozusagen nur laut gedacht, ja, wenn Sie hinterher erst sagen, ich wollte es ja nur mal erwähnt haben, aber eigentlich ist es mir nicht so wichtig, dann ist die Diskussion wahrscheinlich schon ziemlich aus dem Ruder gelaufen. So, das ist jetzt ein Punkt, so formuliere ich das, aber ich glaube, dass nur meine Formulierung spezifisch meins ist. Aber ich denke, vom Sinngehalt her würde man das sicherlich im Bereich Projektmanagement typischerweise unterschreiben wollen. Meine Formulierung ist, dass man jede wichtige Kommunikation, also ich lasse mich jetzt mal aus, was eine wichtige Kommunikation ist, aber ich denke, es sollte ungefähr klar sein, alles, was für den Projekterfolg und für die reibungslose Durchführung des Projektes und für die Einhaltung der Ressourcen und so weiter relevant ist, alles das gerichtsfest formulieren. Ja, also zum Beispiel Informationen, Instruktionen, Anweisungen. Also Instruktion mit Instruktionen ist gemeint, dass einer dem anderen was erklärt, wie etwas technisch abzulaufen hat, beispielsweise Anweisungen vom Management zu den einzelnen, zur Arbeitsebene beispielsweise. Warum gerichtsfest? Nicht mit der Zielsetzung, jetzt einen Gerichtsstreit auszuhalten und zu gewinnen, obwohl man sich nie sicher sein kann, ob man nicht doch mit seinem Kunden etwa oder auch mit seinem Arbeitgeber bei der Frage Einhaltung der dienstlichen Verpflichtungen, ob man da nicht doch vor Gericht landen könnte.
Aber Jura ist das Fach, das jahrtausende lang alte Erfahrungen gesammelt hat mit präziser Sprache in alltäglichen Absprachen. Und von dieser Erfahrung sollte man möglichst partizipieren. Das ist meine Formulierung. Ich denke mir, dass diese Formulierung durchaus Anklang finden würde. Also, was heißt dann Gerichtsfest? Das heißt erstmal immer schriftlich, ja? Mündliches Schall und Rauch. Es sei denn, es ist eine verbale Kommunikation unter mehreren neutralen Zeugen, aber das ist auch immer problematisch, weil Zeugenaussagen notorisch unzuverlässig sind. Und gerade wenn es um subtile Details geht, wenn es um subtile Unterschiede geht, wie man das jetzt gesagt hat, kann es durchaus sein, dass das Zuhörer da auch was Unterschiedliches mit herausnehmen, was eigentlich wirklich gesagt worden ist. Ja, also so subtile Sachen, die wir im Kapitel 1 haben, hatten zum Beispiel, wohin die Negation gehört. Also ob die Negation ob ein bestimmter Satzbestandteil nur negiert wird oder ob der ganze Satz, die Aussage des ganzen Satzes negiert wird und so weiter. Das kann schon sehr leicht missverstanden werden von Zuhörern und so, dass dann also Zuhörer unterschiedlicher Meinung potenziell sind und was Unterschiedliches dann auch hinterher sagen, was eigentlich abgesprochen war. Ja, das ist ein ganz großes Problem, dass man immer sich hineindenken muss, was kann der andere eigentlich wissen? Was kann eigentlich der Wissensstand des anderen sein? Was ist nicht der Wissensstand? Da neigt man immer dazu, nicht sen oder man ist nicht. Der Mensch ist da nicht unbedingt von Haus aus sensibilisiert genug dafür. Man neigt immer dazu, den eigenen Kenntnisstand auch bei anderen vorauszusetzen. Ja, das sehe ich als Informatiker häufig, dass mein Kenntnisstand natürlich nicht, was die IT-Umsetzung angeht, die Möglichkeiten der IT-Umsetzung angeht, natürlich nicht der Kenntnisstand meines Kunden aus einem anderen, ganz anderen Bereich, aus dem kaufmännischen Bereich etwa. So dass ich mich also hineindenken muss in das, was jemand, der kaufmännisch und nicht informatisch denkt, was der eigentlich wissen und verstanden haben kann. Das ist eine der ganz großen ungelösten Probleme der Kommunikation, insbesondere wenn man interdisziplinär arbeitet. Und Sie werden immer wieder interdisziplinär zu arbeiten haben, und sei es nur bei einem Schulbasar, wo Sie mit Leuten zu tun haben, die andere Fächer unterrichten. Und oder mit Eltern, die wieder einen ganz anderen Bezugshintergrund haben. Ja, und woran man sich aber vielleicht orientieren kann, ist immer ein Richter, welchen Wissensstand der haben kann. Klar, wenn sich zwei Fachleute, zwei Fachexperten unterhalten, ist das was anderes. Da kann man natürlich auf einem sehr hohen Wissensstand aufsetzen, aber wenn Sie mit einem Kunden aus einem anderen Bereich beispielsweise reden, interdisziplinär reden, dann ist es vielleicht nicht falsch, sich zu überlegen, was könnte jetzt ein Richter an Wissensstand und Verständnisstand haben, sich darauf einzustellen. Und ansonsten verweise ich an dieser Stelle auf Kapitel 1, wo wir das Ganze im Detail betrachtet haben. So, das war jetzt Kommunikation. Sie sehen, auch hier können wir immer nur andeutungsweise oberflächlich an die Dinge rangehen. Auch bei Entscheidungsprozessen können wir nur oberflächlich an die Dinge rangehen. Was ist bei Entscheidungsprozessen unbedingt zu beachten? Hatten wir schon gesagt, es muss unmissverständlich klar sein. Welche Entscheidungen sind getroffen und damit eben für alle verbindlich und welche sind noch nicht verbindlich? Wenn man sich das nicht bewusst macht, kann man immer wieder in eine Falle hineinlaufen, die dann zu einer sehr problematischen Situation geht, zum Beispiel in der Form. Projektmanagement geht davon aus, okay, wir haben das jetzt gesagt, so ist das, und geht jetzt davon aus, die Entscheidung ist verbindlich getroffen und jetzt gehen wir aus dem Meeting alle raus und alle Leute gehen jetzt und setzen diese Entscheidung um. Während Mitarbeiter noch gar nicht verstanden haben, dass das jetzt die endgültige Entscheidung war, sondern dass das Management sozusagen jetzt vielleicht noch etwas informell, wenn das Management ein bisschen informell über die Entscheidung geredet hat, kann leicht der Eindruck entstehen, dass die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen ist. Und das bedeutet für den Mitarbeiter,
Eigentlich sollte es bedeuten, für den Mitarbeiter nochmal nachzufragen, nochmal nachzuhaken, ist diese Entscheidung jetzt verbindlich? Ist die Entscheidung jetzt getroffen? Oder wann können wir mit der Entscheidung rechnen oder so etwas? Oder eben, ja, dann, wenn der Mitarbeiter nicht so weit mitdenkt und das Management nicht so weit mitgedacht hat, dass es eben zu dieser Diskrepanz der Vorstellung führen kann. So, jetzt gibt es aber häufig auch noch Entscheidungsprozesse, wo es nicht eine einzelne entscheidende Person gibt, sondern wo man Entscheidungsprozesse abstimmen muss. Sie sehen jetzt gerade ein aktuelles Beispiel in der Ampelkoalition, Bundesregierung mit Abstimmungsprozessen, wie schwierig das Ganze ist. Also Sie sehen nicht nur ein Beispiel, sondern Sie sehen viele Beispiele zurzeit. Und wann immer Sie im Laufe der Zukunft sich diese Vorlesungsaufzeichnung anhören, wird es sicherlich auch vergleichbare Beispiele geben. Ob es dann noch eine Ampelkoalition oder eine andere Koalition gibt, ist natürlich dann zweitrangig. Also jedenfalls für unser Thema ist das dann zweitrangig. So, alle müssen unbedingt durchgängig, und das ist ganz entscheidend, ja. Da hatten wir mit dem Gebäudeenergiegesetz jetzt durchaus ein Beispiel, wenn man den Medien da glauben will, dass Koalitionspartner teilweise eben nicht von vornherein eingebunden worden sind, die entsprechenden Ministerien nicht eingebunden worden sind, weil sie eigentlich in der Arbeitsteilung auch nicht einzubinden waren, aber weil eben auch der Koalitionsausschuss, die Koalitionspartner nicht alle eingebunden worden sind und dementsprechend auch durch vieles überrascht worden sind, was da in diesem Gebäudeenergiegesetz steht, sodass jetzt erst, nachdem das Gebäudeenergiegesetz vom Bundeskabinett verabschiedet worden ist, jetzt erst auch mal die Diskussion auch innerhalb der Koalition stattfinden. Ja, das ist eigentlich ein gutes, wobei das Wort gut natürlich eigentlich schlecht bedeutet, ein gutes Beispiel dafür, was da so passieren kann, wenn die potenziellen Mitentscheider nicht von vornherein mit eingebunden werden. Ja, das passiert ja auch in einem vernünftigen politischen Prozess auf Bundes- oder Landes- oder Kommunalebene beispielsweise auch, dass die Fraktionsführer der Koalitionsparteien mindestens die Fraktionsführer mit eingebunden werden, damit die dann auch auf geeignete Art und Weise nach ihrem Ermessen dann auch die ganze Fraktion schon frühzeitig mit einbinden, damit es dann im Bundestag oder im Landtag da nicht plötzlich zu einer Überraschung kommt. Auch hier wieder schriftlich und immer den exakt formulierten Entscheidungstext. Ja, es darf kein Missverständnis geben, was genau die Entscheidung beinhaltet und was sie nicht beinhaltet. So, Entscheidungsprozesse präzise definieren und einhalten, da gibt es Vorbilder, nämlich offizielle Gremien. Da brauchen Sie nicht weit zu gucken, können Sie in TU Darmstadt schauen. Wenn Sie vielleicht irgendwie in der Gremiendemokratie der TU Darmstadt oder auch anderswo außerhalb ihres Studiums, vielleicht in ihrem Gemeinderat oder Stadtrat oder sonst wo politisch aktiv sind, dann sehen Sie, was da so alles für Aufwand getrieben wird, um genau diese ganzen Probleme nicht zu haben. Ja, also man kann es als Schikane empfinden. Es kostet ja eine ganze Menge Zeit und alles, aber diese ganze Aufwand, diese ganzen Geschäftsordnung, Satzung, alles, diese ganzen Prozesse, die in Geschäftsordnung, Satzung und so weiter niedergelegt sind, die haben schon ihren Sinn. Die basieren auf Jahrtausende alten Erfahrungen. Auch die Agora im alten Athen hatte so etwas Ähnliches wie eine Geschäftsordnung. Ob die schriftlich fixiert wurde, weiß ich nicht. Aber da gab es schon Regeln, wer, wann, wie lange und so weiter reden darf und so weiter und so fort. Ja, also das ist nichts Neues. Wenn Sie sich die Frage stellen, wie sieht das dann ohne Geschäftsordnung und Satzung und so weiter und ohne solche offiziellen Prozesse aus, dann schauen Sie nicht ins alte Athen, sondern ins alte Rom, wo offizielle oder auch selbsternannte Volkstribunen einfach eine Volksversammlung einrufen und sich da plebiszitär dann Rückendeckung durch Akklamation für ihre Zielsetzung dann gegeben haben. Genauso was passiert, wenn man keine verfasste Gremiendemokratie hat, sondern sozusagen so etwas wie eine Spontandemokratie.
Also, wir brauchen hier für jeden, was ist alles so wichtig? Was kommt, was kann man alles lernen von offiziellen Gremiengängen? Zum Beispiel eine frühzeitig, eine herumgeschickte Tagesordnung, zum Beispiel beim Zentrum für Lehrkräftebildung der TU Darmstadt, wo ich ja im Direktorium zurzeit bin. Da wird 14 Tage vor einer Sitzung ein Vorschlag der Tagesordnung herumgeschickt und dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Woche lang weitere Tagesordnungspunkte einzubringen und dann wird eine Woche vorher die endgültige Tagesordnung herumgeschickt. Und die Beschlussfassungen werden aber schon mit der ersten E-Mail 2 Wochen vorher herumgeschickt. Da werden alle Beschlusstexte und die zugehörigen Unterlagen herumgeschickt. Und wirklich, wie wir es eben gesagt haben, der exakte Wortlaut der Beschlüsse. Wenn es schwerwiegende Entscheidungen gibt, wie zum Beispiel eine Novellierung eines Studiengangs, dann wird es zum Beispiel im Senatsausschuss Lehre und im Senat, dann sind mehrere Lesungen angesetzt. Das heißt also, man muss zurückrechnen bei der Entwicklung des Studiengangs bis zur geplanten Öffnung der Novellierung des Studiengangs für Erstsemester muss man zurückrechnen, genügend Zeit einplanen für 2 Lesungen im Senatsausschuss Lehre und 2 Lesungen, also zweimal auf der Tagesordnung im Senat. Typischerweise wird es nicht dazu kommen, dass wirklich diese 4 Termine notwendig sind, aber diese Zeit muss eingeplant werden. So ähnlich ist es ja aber auch beispielsweise im Bundestag nach Geschäftsordnung, dass schwerwiegende Sachen, dass dafür 2 Lesungen erforderlich sind, beziehungsweise dass es gar nicht erlaubt ist, nach der ersten Lesung schon zu einer endgültigen Abstimmung zu kommen. So, das heißt also, Entscheidungen müssen, das ist natürlich ein großes Handicap, aber auf der anderen Seite auch eine große Hilfe, dass man den Druck hat, sich frühzeitig um das Thema zu kümmern. Jetzt gibt es aber immer wieder die Situation, dass Entscheidungen schnell getroffen werden müssen. Da kommt man nicht umhin. Da kann ich mich erinnern, ich glaube, das ist schon über 10 Jahre her, im Deutschen Bundestag, da ging es um ganz, ganz schnelle Entscheidungen zur Abwendung schwerster Krisen in der Eurozone, schwerster ökonomischer Krisen, also finanzieller Krisen erst einmal. Und da gab es so ganz krasse Situationen, dass sozusagen die Ausdrücke noch nicht getrocknet sind, über die dann der Bundestag zu beschließen hatte, die Beschlussvorlagen und zwar hunderte von Seiten, wo ganz klar ist, niemand hat das alles gelesen, wie von den Mitgliedern des Bundestags, außer den paar wenigen, die damit intensiv befasst waren, sodass also nicht mal die Fiktion aufrechterhalten werden konnte, dass jeder da genau Bescheid wusste, worüber er oder sie da abgestimmt hat. Das ist ein Extremfall gewesen, dass Entscheidungen auch mal schnell getroffen werden müssen. Da muss dann der Entscheidungsprozess dann geeignet verkürzt werden. Auch dafür kann man natürlich versuchen, Prozesse zu definieren. Wie ändern wir den eigentlichen Entscheidungsprozess ab, wenn die Zeit für den eigentlichen Entscheidungsprozess nicht ausreicht? So, das waren jetzt Entscheidungsprozesse. Ich möchte noch mal zum Thema Kommunikation zurückkommen. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Alle wesentliche Kommunikation immer und immer und immer wieder schriftlich. Papier oder elektronisch, ja, heutzutage ist das zweitrangig. Also früher hätte man gesagt, dass elektronische Kommunikation keine Beweiskraft hat, also nicht gerichtsfest ist. Das hat sich auch schon ziemlich stark geändert. Hatten wir schon eben gesagt, mündliche Absprachen, mündliche Aussagen können immer unterschiedlich verstanden werden und es öffnet auch Tür und Tor, dass man bewusst etwas anders verstanden hat, als es eigentlich gesagt wurde. Das ist nicht völlig unmöglich bei schriftlicher Form, aber es ist schon sehr viel schwerer. Und wenn doch etwas nur mündlich ist, wie zum Beispiel Gremiensitzungen, dass man das nachträglich schriftlich fixiert, zum Beispiel
In Form eines Protokolls, mindestens in Form eines Ergebnisprotokolls, das festgehalten wird, die und die Beschlussvorlage würde mit so und so viel Ja-Stimmen und so und so viel Nein-Stimmen und mit so und so viel Enthaltungen angenommen oder so etwas. Und dann natürlich auch dann alle zur Gegenprüfung schicken. Das ist eben auch in Gremiendemokratien üblich oder eigentlich gehört es, ist es essentiell, dass wir wirklich von einer Gremiendemokratie sprechen können, dass dann hinterher das Protokoll in manchen Gremien, wie im Deutschen Bundestag, sogar ein Wortprotokoll, was ja mitstenografiert wird, anderswo dann vielleicht eher nur Ergebnisprotokolle oder irgendein Mischmasch aus beiden, dass die Diskussionen nur paraphrasiert werden. Beispielsweise bei den Gremien der TU Darmstadt habe ich das bis jetzt so gesehen, dass die Diskussionen paraphrasiert werden. Und wenn einem nicht gefällt, was man, wie die eigenen Aussagen wiedergegeben worden sind in dieser Paraphrase, kann man ja immer noch mal dann eben die Absegnung verweigern und einen Einspruch stattdessen geben, der dann in der nächsten Sitzung behandelt wird vom Gremium. Ja, also wichtig ist aber natürlich immer, es geht nicht darum, was die Wahrheit ist, sondern es geht darum, was tatsächlich gesagt worden ist. Ja, das ist der Sinn eines Protokolls. Es geht nicht darum, hinterher falsche Sachverhalte richtig zu stellen, sondern es geht darum, die im Protokoll falsch wiedergegebenen Wortbeiträge richtig zu stellen. Oder vielleicht nicht falsch wiedergegeben, sondern in der Paraphrase irreführend, missverständlich wiederzugeben. Also zu jeder mündlichen Besprechung, die auch nur ein gewisses Maß an Tragweite hat, Ergebnisprotokoll und alle zur Gegenprüfung schicken. Mindestens die Entscheidungen, die gefällt worden sind, und alle Action-Items. Und das bedeutet, also kommen wir nochmal zu den Entscheidungen erst einmal. Das bedeutet eben, alles, was nicht in dieser Form durch solche Protokolle schriftlich fixiert ist, sind eben auch keine Entscheidungen, keine endgültig getroffenen Entscheidungen. Ja? Auf die Art und Weise ergibt sich ganz klar das, was wir eben besprochen haben, die Unterscheidung zwischen tatsächlich verbindlich getroffenen Entscheidungen und Entscheidungen, die noch nicht endgültig getroffen sind, die noch irgendwie diskutiert werden, in der Schwebe sind, beabsichtigt sind und so weiter. So, das ist der erste Punkt, Entscheidungen. Zweiter Punkt, Action-Items. Ganz einfach, wer macht was bis wann, gehört noch dazu, worauf man zum Start des Action-Items vielleicht warten muss. Hier noch ein Wort zu, wer macht was bis wann. Hier immer nur eine ausführende Stelle oder eine ausführende Person, ja. Nicht sowas in der Form wie: Die Abteilung X und die Abteilung Y machen das zusammen. Sondern es muss eine Verantwortlichkeit benannt worden, die Abteilung X zum Beispiel. Und das bedeutet dann ganz konkret der Abteilungsleiter von X, der natürlich dann das auch delegieren kann. Ja? Aber nicht so, dass hier zwei oder mehr Stellen als Zuständigkeit benannt sind. Das führt nur dazu, dass es hinterher schwarze Peterspiele gibt. X zeigt mit dem Finger auf Y, Y zeigt mit dem Finger auf X. Gut, so viel zum Thema Action-Item. Strikte Prozesse. Wir haben das ja jetzt schon gesehen, Gremiendemokratien, die basieren auf strikten Prozessen zur Kommunikation. Ja, nicht auch auch innerhalb der Sitzung mit Reihenfolge der Wortbeiträge nach Meldung und Anträge stellen zum Beispiel. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen. Typischerweise findet man das so, wenn jemand einen Antrag zur Geschäftsordnung stellt, dann findet man in der Geschäftsordnung, dass dann die gesamte weitere Diskussion erst einmal auf Eis gelegt wird und dass dieser Antrag auf Geschäftsordnung vorrangig behandelt wird. Da findet man zum Beispiel so Sachen wie: Also das kann von Geschäftsordnung zu Geschäftsordnung, von Gremium zu Gremium variieren, aber findet man so typischerweise Sachen wie, wenn es eine Gegenrede gibt gegen diesen Antrag zur Geschäftsordnung, dann wird ohne weitere Diskussion abgestimmt. Wenn es keine Gegenrede gibt, dann ist ohne Diskussion und ohne Abstimmung der Antrag zur Geschäftsordnung genehmigt. Also Antrag zur Geschäftsordnung kann zum Beispiel sein, einen bestimmten Top
von der Agenda, von der Tagesordnung runterzunehmen, sei es, dass die Zeit nicht mehr reicht dafür und der Top nicht unbedingt am selben Tag behandelt werden muss, noch in der nächsten Sitzung behandelt werden kann, oder sei es, dass sich herausgestellt hat, dass wesentliche Voraussetzungen zur zielführenden Behandlung dieses Tops noch nicht da sind. Daran muss man sich als Projektmanagement natürlich selber daran halten und muss, das Projektmanagement muss es von den anderen Beteiligten natürlich auch entsprechend einfordern, dass es an dieser Stelle die Verantwortung des Projektmanagements ist. So, wichtig ist immer Metainformationen hinzuzuliefern. Das finden Sie zum Beispiel an der TU Darmstadt. Da gibt es so ein standardisiertes Zettelchen für Kommunikation, für den Dienstweg im Schriftlichen. So ein kleines Zettelchen, da kann man ankreuzen. Also da schreibt man erstmal ran, nochmal rauf, an wen sich das richtet. Datum auch noch. Und da kann man ankreuzen, ob es zur Kenntnis ist oder zur Ablage ist oder ob es zur weiteren Veranlassung ist. Und dann ist da noch ein kleines Feld, wo man ein Datum eintragen kann und natürlich tun nichts sollte. Oder zurücksenden bis und so weiter und so fort. Ja, das bringt schon viel, viel Sand aus dem Getriebe raus. Ja, also, dass eben der Adressat eines Kommunikationsaktes, eines Dokuments, was geschickt wird, eben klar weiß, aha, das ist nicht nur zur Ablage, das packe ich nicht nur in meinen großen Ordner rein, sondern aha, mit diesem Dokument, was ich geschickt bekommen habe, ist die Erwartung verknüpft, dass ich es bearbeite und dann zurücksende bis, wobei ich mir natürlich dann auch noch eine Kopie für meine eigene Ablage mache, aber das ist dann meine Sache, ob ich das mache. Zeitliche Regelmäßigkeiten, ja, also viele, viele Projekte fangen erst oder Arbeit in einer Abteilung, in einem Team fangen erstmal sehr informell an. Und dann kommt man so nach und nach durch die Probleme, die es mit sich bringt, darauf, dass man doch dann wieder Regelmäßigkeiten einführt. Zum Beispiel einen Jobfix wöchentlich, ups, halt, täglich vielleicht, wenn man sich täglich treffen muss, wenn man der Meinung ist, dass man sich täglich abstimmen muss. Ein typischer Turnus ist wöchentlich oder zweiwöchentlich oder monatlich, je nachdem, wie eng die Zusammenarbeit ist, wie häufig man sich eben wirklich abstimmen muss. Der Joe Fix kann auch mal ganz schnell zu Ende sein, aber er sollte erstmal stattfinden oder alternativ, dass man kurzfristig sagt, hat niemand was zu besprechen, dann lassen wir ihn ausfallen. Sollte natürlich nicht zur Regel sein. Es sollte schon eher sein, dass der Joe Fix, auch wenn wenig zu besprechen ist, stattfindet, weil oft genug, wenn der Joe Fix erstmal begonnen hat, fällt doch jemandem was Wichtiges ein, was unbedingt besprochen werden sollte. Also immer stattfinden lassen. Dann auch das, was häufig geschmäht wird, wo häufig gesagt wird, das ist unsinnige Bürokratie, ist es auch häufig, dass es nur sinnentleerte Bürokratie ist. Aber das hängt natürlich vom Projektmanagement ab, ob das sinnvoll oder sinnlos ist, was dann die Mitarbeiter dann jeweils machen. Zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich eine Abschlussarbeit betreue, sei es eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder auch eine Staatsexamensarbeit, dass ich dann mir 14-tägig per E-Mail Bericht erstatten lasse, was hat die Person, der oder die Studierende in den letzten 14 Tagen gemacht, was ist geplant für die nächsten 14 Tage. Das sind die ersten beiden Punkte. Der dritte Punkt ist, sehe ich mich im Zeitplan? Also der Student, die Studentin muss selber eine Einschätzung geben, ob im Zeitplan oder nicht. Und der vierte Punkt ist, sehe ich potenzielle Probleme oder Hindernisse voraus, die meinen Zeitplan oder sogar den Erfolg der ganzen Arbeit in Frage stellen könnten. Ja, das ist relativ wenig Bürokratie. Ja, kann auch ganz kurz sein. Wenn nichts Wichtiges zu besprechen ist, aber es ist wichtig auch, dass der oder die Studierende sich alle 14 Tage nochmal diese Gedanken macht, diese Fragen für sich selber beantwortet. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ich sehe, wo der Student, die Studentin sich da sieht. Ja, auch hier ganz natürlich immer unterschiedlich würde man das wahrscheinlich nicht machen wollen, und kann auch wieder entsprechend kurz sein, aber trotzdem alle 14 Tage oder wie auch immer, trotzdem immer schreiben.
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, Kommunikation mit Externen. Ja, Sie denken Sie beispielsweise an Kommunikation mit Eltern, wenn Sie in der Schule als Lehrkraft tätig sind, oder denken Sie auch an Externe, ja, mit dem Putzdienst, mit dem Sie da unzufrieden sind, oder an externe Leute im Schulamt oder bei einer Hotline, wenn Ihre Software, die in der Schule eingesetzt wird, nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ja, also verschiedene Externe, mit denen man unterschiedlich kommunizieren muss, die unterschiedliche Wissens- und Verständnisstände haben, unterschiedliche Interessen auch haben. Also beliebig schwierig. Was sind Externe? Zum Beispiel, wenn ich wieder von einem Projekt ausgehe, Kunden, da denken Sie vielleicht an die Eltern. Externe Projektpartner, wenn Sie zum Beispiel fächerübergreifend oder gar schulübergreifend irgendwelche Projekte haben, dann wären das sicherlich externe. Dann Ihr Abteilungsleiter Schulamt wäre das dann bei Lehrkräften in einer Schule beispielsweise, der vielleicht vergleichbar sind, häufig nicht so vom selben Fach, haben eben deshalb andere fachliche und auch von den Denkstrukturen her andere Voraussetzungen. Das heißt, sie verstehen nicht unbedingt dasselbe. Und wenn zwei Leute dasselbe sagen, meinen sie nicht unbedingt dasselbe. Und das hatte ich schon kurz angesprochen, man versteht nicht unbedingt, warum der andere das so genau wissen will. Ja, wenn sie genau planen wollen, wie es ist, dass die Schülerinnen und Schüler von den Eltern zum Bus gebracht werden oder zum Flughafen gebracht werden für den Start der Klassenfahrt, dann verstehen die Eltern vielleicht nicht so genau und werden dann vielleicht ein bisschen pampig, renitent, warum sie das so ganz genau planen, weil die Eltern sagen, ach, das passt schon alles. Aber sie haben ja die Verantwortung, dass dann kein Kind den Flieger verpasst und so weiter. Sie müssen das dann halt auch genau planen, genaue Vorgaben an die Eltern machen und so und genau nachfragen, vielleicht, wie kommen Sie zum Flughafen? Haben Sie da genug Zeit eingeplant, wenn Sie mit dem Bus kommen oder mit der Bahn kommen? Haben Sie bedacht, dass Sie dann noch den weiten Weg laufen müssen? Haben Sie eingeplant, dass Sie einen Zug früher nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein und so weiter und so fort? Ja, das ist auch ein Punkt. Ja, wenn Sie in irgendwas Kaufmännischem drinstecken, beispielsweise, oder was nehmen wir sonst als Beispiel? Versuchen wir ein Beispiel aus der Schule zu finden, dass Sie ein gemeinsames Projekt haben, Informatik und was weiß ich, irgendwas mit Deutsch, Textverständnis und so weiter, dass in der Informatik dann Tools gebastelt werden sollen, die Textverständnis automatisieren teilweise oder so etwas, dass dann die Informatiker dann die Germanisten extrem stark löchern wegen irgendwelcher Sachen, die der Mensch mehr oder weniger problemlos verstehen kann, wie zum ba und automatisiert intuitiv macht, wie zum Beispiel Bezug von Pronomen zu Nomen. Gut, das ist ein Thema, das ist ein Beispiel, was durchaus problematisch ist, was ich ja schon mehrfach erwähnt hatte, aber nehmen wir das Beispiel her. Und dass dann die Leute aus der Germanistik überhaupt nicht verstehen, warum die Leute aus der Informatik da noch eine Frage haben und noch eine Frage ist, wie es sich dann verhält, wenn das Bezugswort jetzt in einem anderen Satz ist, dann wird der Germanist vielleicht sagen, ja, das ist doch alles dasselbe. Aber für den Informatiker, der jetzt den Text Satz für Satz parst und jeden Satz erstmal für sich betrachtet, ist es ein Riesenunterschied, ob das Bezugswort im selben Satz steht oder in einem anderen Satz steht. Oder nehmen wir hier IT-basierte Lehrveranstaltungsplanung, also TUCAN ganz konkret an der TU Darmstadt. Das ist ein schönes, einfaches Beispiel. Würde auch wunderbar ins Kapitel 1 passen. Vielleicht übernehme ich das auch mal ins Kapitel 1. Jeder Dozent, so, das ist jetzt wörtlich zitiert, ich bitte um Nachsicht, dass das jetzt wieder nicht gegendert ist. Jeder Dozent hat individuelle Anforderungen an die Hörsaalausstattung. So, klingt vernünftig, nicht? Aber wenn Sie mal einen Moment überlegen, kann dieser Satz, so wie er dasteht, nicht ganz so gemeint sein. Natürlich habe ich als Dozent der Informatik 1 im Audimax und als Dozent irgendeiner kleinen Wahlveranstaltung im Seminarraum mit 10 Teilnehmenden
habe ich natürlich unterschiedliche Anforderungen an die Hörsaalausstattung. Ja, im Audimax möchte ich gerne vielleicht zwei Beamer haben, damit ich auf dem einen Beamer das Bild einfrieren kann und auf dem anderen Beamer eine Folie weitergehen kann, sodass ich dann zwei Folien miteinander im Vergleich habe und solche Sachen, was mir vielleicht in der Lehrveranstaltung mit den 10 Leuten im Seminarraum nicht so wichtig ist, sodass ich dann also kein Problem damit habe, dass es im Seminarraum typischerweise nur einen Beamer gibt. Ja, also das ist eigentlich gemeint. Und tatsächlich ist es so, deshalb nehme ich das als Beispiel her. Also denken Sie nicht zu schnell, ah ja, das hätte ich auch selber, das wäre mir, dieser Fehler wäre mir nicht unterlaufen. Nein, dieser Fehler unterläuft. Dieser Fehler ist tatsächlich auch unterlaufen. Das habe ich in Aufgaben auch gestellt zur Modellierung von realen Sachverhalten in höheren Fachsemestern, in Lehrveranstaltungen zu in höheren Fachsemestern. Informatik und da wurde tatsächlich häufig das so formal modelliert, als ob da stünde, jeder Dozent hat individuelle Anforderungen an die Hörsaalausstattung, aber für jede seiner Vorlesungen sind die Anforderungen dieselben. Ja? Also das ist real, dass hier dieser Unterschied nicht von vornherein beachtet wurde, dass hier nicht dieser Extraschritt gedacht wurde, Moment, kann das eigentlich sein, so wie das da steht, sondern dass es so wörtlich, wie es da steht, einfach eins zu eins in eine formale Modellierung übersetzt worden ist. Und dann dieser Punkt, dass ich im Audimax bei der Informatik 1 und im anderen Fach im Seminarraum in der anderen Lehrveranstaltung natürlich unterschiedliche Anforderungen habe. Also formal gesprochen, es muss ein Attribut der Vorlesung sein, ja, Informatik 1 im Audimax und nicht ein Attribut des Dozenten. Eigentlich, wenn man genau nimmt, ein Attribut aus Vorlesung angehängt an ein Paar, besteht aus Vorlesung und Dozent. Aber wenn erstmal feststeht, welcher Dozent im kommenden Semester eine Vorlesung hält, dann kann man sich auch auf die Vorlesung beschränken, denn dann ist ja der Dozent ebenfalls ein Attribut dieser Vorlesung. Dann braucht man den nicht noch mitzunehmen. So, häufig verstehen Fachfremde gar nicht ihr eigenes Problem. Auch ich muss sagen, auch in Informatik wird man tatsächlich geschult, Probleme wirklich genau zu durchdringen. Angewandte Informatik heißt eigentlich mehr Probleme, die andere Leute in anderen Disziplinen, in anderen Bereichen der Wirtschaft, in der Industrie oder sonst wo in der Wissenschaft etwa haben, die genau zu durchdringen und diese Probleme dann auch, um daraus dann eine IT-Lösung umzusetzen. Aber ich habe den Eindruck, dass das kein wirkliches, nicht im Fokus steht, natürlich immer auch eine gewisse Rolle spielt in allen anderen Studienrichtungen, aber nicht so dezidiert im Fokus steht wie in der Informatik, sondern dass man da eher sozusagen mit Lösungen schon, dass einem die Lösungen mehr beigebracht werden, beispielsweise in experimentellen Wissenschaften, dass einem gesagt wird, wie man zumindest grundlegend gesagt wird, wie man die Experimente durchzuführen hat und dass man sich nicht erst selber arbeiten muss, also höchstens in gewissem Rahmen, im Rahmen eines gewissen Korsetts erarbeiten muss, wie man jetzt dieses spezielle Experiment durchzuführen hat. Zum Beispiel Prozesse in einem Unternehmen, und da können Sie auch durchaus die Studienprozesse, Studienverwaltung an der TU Darmstadt mit TUKAN als Beispiel hernehmen. Das soll automatisiert werden. Das ist mit TUCAN. TUCAN ist eben diese Automatisierung. Und dafür müssen die Prozesse eben exakt definiert sein. Ja, diese ganzen Geschichten mit Prüfungsanmeldung, Prüfungsabmeldung, mündliche Ergänzungsprüfung und so weiter und so fort. Alle diese Prozesse, ja, auch so Sachen, die Sie jetzt mittelbar nur betreffen, wie zum Beispiel Raumwechsel, dass ein Raum jetzt für andere Zwecke, der eigentlich für eine wöchentliche Lehrveranstaltung da ist, jetzt für andere Zwecke gebraucht wird und dafür ein Raumwechsel stattfinden wird und dass das eben dokumentiert wird, dass Sie, wenn Sie an dieser wöchentlichen Veranstaltung teilnehmen und dann plötzlich sehen, dass da was anderes drin ist, dass das dann auch tatsächlich dann bei Ihrer Veranstaltung notiert ist, dass in TUCAN, dass dieser Raumwechsel stattgefunden hat.
Und dass die Dozenten auch benachrichtigt sind, dass der Raumwechsel stattgefunden hat und so weiter und so fort. Ja, das hat man, bevor das Ganze automatisiert wird durch IT-Lösungen, hat man das halt frei nach Schnauze gemacht, hat schon immer irgendwie geklappt und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man da irgendwie das eben aufgefangen, frei nach Schnauze. Und das hat sich da immer so durchgewurschtelt, aber wenn man die Prozesse automatisieren will, gibt es halt kein Durchwurschteln mehr, sondern das muss dann wirklich alles ganz klar, sauber definiert sein, und dementsprechend eins zu eins abgebildet sein in der Software. Das ist tatsächlich auch so, dass viele Sachen, Raumwechsel ist ein Beispiel dafür, dass die nicht bis ins Letzte tatsächlich in Toucan, dass sie erstmal nicht definiert sind und auch dementsprechend nicht bis ins Letzte in Toucan implementiert sind, sodass da auch bei Raumwechseln immer wieder manuelle Schritte notwendig sind, wie zum Beispiel Benachrichtigung des betroffenen Dozenten. Und das sind Sachen, die dann auch immer wieder mal schief gehen. Gut, weil das heißt also, entweder fahren Sie die ganz extreme Form, dass alles exakt definiert ist und dann sind Sie aber in diesem Korsett drin, denn die IT-Lösung, mit der Sie da arbeiten, lässt Ihnen keine andere Möglichkeit. Oder, das war die Entscheidung bei der Einführung von Toucan, dass man bestimmte Sachen nicht bis ins Letzte definiert, nicht bis ins Letzte implementiert, sondern dann manuell macht. Vorteil, man hat mehr Freiheit. Nachteil, es gibt mehr Fehlerrisiko. Oh, dann wollen wir vielleicht noch, ich denke, wir sind jetzt, bevor wir hier einsteigen, sind wir eigentlich mit dieser Einheit soweit durch, mit diesem Termin heute durch. Dann würde ich an dieser Stelle gerne erst einmal diesen Vorlesungstermin schließen und die Aufzeichnung beenden. Vielen Dank und tschüss.